Ah, okay. Also, willkommen zurück in der dritten Session von Cursed Crest. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass wir weiterspielen können. Ich hoffe, es geht euch allen gut, auch an unsere ganzen Zuschauer da. Danke, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit. Und ich würde euch mal wieder ein kleines Recap geben, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Beim letzten Mal sind unsere fünf Abenteurer endlich in Sylvanus angekommen. Die Gruppe brauchte nicht lange, um zu bemerken, dass die Menschen dort ihnen alles andere als wohlgesonnen waren. Skeptische Blicke, soweit das Auge reichte. Trotzdem fanden sie ihren Weg bis zur Gaststätte zum schunkelnden Seemann, der einzigen Gaststätte des Ortes. Dort angekommen, bestellten sie ausgiebig Speis und Trank und versuchten, die Situation, in der sie sich befanden, einzuschätzen. Schnell wurde ihnen klar, dass die Dorfbewohner fast alle schon mal von verschiedensten Märchen rund um die Artefakte gehört hatten, doch nur eines seinen Ursprung in Sylvanus zu haben schien. Trotz des Misstrauens der Stadtbewohner wurde die Gruppe immer wieder davor gewarnt, dass es gefährlich sei, einem Ammenmärchen hinterherzujagen. Davon ließen sie sich aber nicht beirren. Sie bezogen erst einmal ihre Zimmer für die Nacht. Doch die nächtliche Ruhe blieb nicht lange ungestört. Sie wachten auf von einem Rumpeln und einem lauten Schrei. Dann der Schock. Eliza war verschwunden, der Keller der Gaststätte komplett verwüstet und bis auf ein paar Fußabdrücke vor dem Haus keinerlei Anhaltspunkt, was dort geschehen war. Und genau da setzen wir wieder ein. Ihr alle steht in der dunklen und inzwischen sehr stillen Taverne. Wenn ihr genau lauscht, hört ihr unten im Keller einen fluchenden Barkeeper, welcher anscheinend gerade dabei ist, das Chaos aufzuräumen. Valen, Ashen und Risa waren gerade drauf und dran, in die Nacht zu rennen, um den vermeintlichen Fußspuren zu folgen. Und dann ziehe ich euch auf die Karte. Dankeschön. Danke. Chat. Und gebe euch. YouTube, nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben jetzt doch ein Chat-Overlay. Seht ihr hier oben rechts? Herr Shaya war so lieb, uns eine extra Jetzt. Overlay-Variante zu Ich machen, hoffe, ihr damit ihr hört jetzt alle auf was. YouTube Ihr seht trotzdem den Chat alle von Twitch was. nachlesen konntet. So, und jetzt viel Spaß! Ihr seid ja beim letzten Mal einmal ums Haus rumgelaufen, während ich glaube Inren und Lyselle noch mal ein bisschen im Keller sich umgeguckt haben und die beiden bis auf ein Säckchen mit so einem Zettel drin nicht viel gefunden haben. Und währenddessen waren ja Ashen, Valen und Risa draußen unterwegs und sind einmal komplett ums Haus rumgerannt, nur um dann so ein paar Fußspuren zu finden. Ja. Und jetzt seid ihr alle wieder im Gastraum, habt den Barkeeper nach unten geschickt. Was wollt ihr tun? Ich will mir erstmal Schuhe anziehen und meine sieben Sachen sozusagen zusammensammeln. Das mache ich auch. Ja. Sure. Ich auch. Erstmal ein bisschen rüsten, bisschen anziehen. Ihr seid ja alle aus eurem Bett quasi rausgefallen und direkt losgerannt beim letzten Mal. Und ja, ich weiß gar nicht, ob irgendwer von euch überhaupt irgendwas Wichtiges quasi mitgenommen hat. Ich habe ein Messer mitgenommen. Mitgehauen. Prioritäten, ja. Nee, das war I jetzt mean, I get it, okay? jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, vielleicht klingt das so ein bisschen zu OP oder sowas. Ich hatte nur gedacht, dadurch, dass bei mir die Nacht dann auch komplett vorbei war, durch diesen meditativen Zustand, dass sie halt eh so halb angezogen blieb, weil sie nicht so richtig schläft, aber. Na klar. Also wenn das ist, wie du wie Ashen sich die Nacht immer vorbereitet, weil sie halt eben nicht schläft, sondern einfach nur meditiert und sich einfach nur irgendwo hinsetzt. Klar. Warum sollte sie sich auch unbedingt groß umziehen, außer sie mag es bequemer aus oder sie findet ihre ganz normalen Sachen bequem, wer weiß. Sind irgendwelche anderen Türen in diesem Flur oben aufgegangen? Nee, oder? Okay. Ja, dann würde ich Keine jetzt einzige. erstmal meinen. Ja, ich ziehe Schuhe an. Sachen habe ich eh nicht viele, kleiner Rucksack vielleicht und dann geht's weiter. Ja, ich habe mir quasi auch mein Zeug geschnappt, was ich so
abgelegt hatte, so ein bisschen Kleinkram vom Gürtel und sowas. Mhm. Meine Schuhe, und würde jetzt hier auch langsam wieder raus auf den Flur kommen. Lasst ihr eure Türen offen? Schließt ihr sie ab? Oder habt ihr basically all euer Zeug dabei, dass es euch eh egal ist, ob die Türen offen oder zu bleiben? Etwas Wind schließt die Tür automatisch. Ich durchsuche einmal das Bett, wo Eliza drauf gelegen hat. Mhm. Ob sie da irgendwas zurückgelassen hat. Oh, das ist eine gute Idee. Gerne einen Investigation-Check. Weiß nicht, vielleicht ist ja irgendwas aus der Tasche gefallen. Oh. Ich würde mitsuchen helfen. Klar, auch von dir gerne Investigation. Ich komme gleich wieder. Ich würde mal runtergehen währenddessen. Eine 7 und eine 9. Elisas Bett sieht gemacht aus, quasi unbenutzt. Ihr habt also nicht wirklich das Gefühl, dass sie groß geschlafen hat. Ja. Aber irgendwas zurückgelassen hat sie nicht. Ja, Liesel, kannst du mir einmal hier die Schnalle zumachen? Ich habe halt die eine Panzerplatte. So, einmal kurz runterbeugen, dass sie einmal zumachen kann. Ja, Liesel kommt natürlich sofort und macht es sehr langsam mit ihren Arthritis-Fingern und fummelt da jetzt so 2-3 Minuten dran rum, und du bereust es schon, gefragt zu haben. Aber sie hat es auf Ende. Da hat sie es zugekriegt. Okay. Okay. Na dann. Hast du alles? Sollen wir hier noch ein bisschen was mitnehmen? Kommen wir hier wieder? Kann ich ein Kissen mitnehmen? Klar. Warum willst du ein Kissen mitnehmen? Falls sie sich irgendwann zwischendrin hinsetzen möchte. Okay. Wie transportierst du das? Ich habe doch ein Schild, oder? Ja. Kann ich das so hinter mein Schild stecken, da wo die Handschlaufen sind? Du hast einfach einen Airbag, wenn du getroffen wirst und das Schild auf dich getan wird. Das ist ja gigasmart. Ja, so würde ich das machen. Ja, na dann darfst du das gerne machen. Das heißt, du nimmst dir, steckst dir das Kissen weg. Ja. Was macht Inrin in der Zeit? Inrin würde jetzt hier so kurz mal die ganzen Türen abchecken, ob davon vielleicht irgendeine offen ist, ob irgendjemand sich überhaupt dafür interessiert hat, dass hier gerade ein Schrei so laut war, dass wir ganz am Ende des Flurs wach geworden sind davon. Mhm. Und wir da jetzt auch nicht gerade leise waren, als wir jetzt hier die ganze Zeit rumpoltern. Ich würde jetzt quasi von Tür zu Tür rennen und überall mal ganz nervös an den Türen rütteln, ob ich irgendeine Reaktion bekomme oder eine Tür aufgeht. Muss doch. Also du versuchst tatsächlich die Türen direkt aufzumachen und klopfst nicht. Oder so. Ja. Okay. Also tatsächlich, du gehst von Tür zu Tür, versuchst die zu öffnen, aber alle Türen sind abgeschlossen. Also scheinbar scheint sich ja keiner dafür zu interessieren, wenn hier jemand mitten in der Nacht schreit. Als wäre das komplett normal für die hier. Inren? Ja? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die nicht vermietet sind? Vielleicht. Gut. Also ich kann mich noch an zwei Jungs erinnern, die auch, als wir das erste Mal hochgelaufen sind, freudig an jeder Tür gewackelt haben. Weil wir unser Zimmer gesucht haben. Ich will nochmal runtergehen. Ich will wissen, was der Wirt macht. Kommt ihr mit? Mhm. Ja. Klar. Was macht der Wirt? Sehen wir ihn, wenn wir runtergehen? Der ist im Keller. Hören wir ihn im Keller noch poltern? Ja. Okay. Gehen Liesel und Risa auch nach unten? Ja, ich wollte gerade sagen. Diesmal wartet Risa auf die alte Dame. Ich habe unser Zimmer hinter mir auch wieder abgeschlossen.
Sure. Ja. Ihr hört tatsächlich, da die Kellertür ja offen steht, hört ihr, wie es unten die ganze Zeit rumpelt und ihr hört auch immer so, oh, verdammte Scheiße, so ein bisschen fluchen. Er ist definitiv nicht glücklich darüber, dass er da jetzt gerade das Chaos beseitigen muss. Sad life, mad life. Was machen wir? Hinterher? Also. Nur noch mehr Treppen. Nicht zum Wirt. Leiser hinterher. Die Frage ist, ob wir sie wiederfinden. Ihre Fußspuren auf dem Steinweg wiederzufinden, ist wahrscheinlich nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit. Wir werden es nicht rausfinden, wenn wir es nicht versuchen. Gut. Ich gucke in die Runde. Dann lass uns schauen, bis wohin die Spuren führen und was wir ab da überhaupt noch finden können. Ansonsten sollten wir schauen, dass wir irgendeinen der anderen Orte absuchen, ob sie vielleicht dahin gebracht wurde. Vielleicht waren das die Leute, die uns gefangen haben und vielleicht haben die was mit dem Mausoleum zu tun. Und ich schaue nur so ganz kurz, als ich das Mausoleum erwähne, zu Asche rüber. Ich lehne mich über den... Ja, Entschuldigung. Wollte nicht jemand was sagen? Niemand? Okay, ich lehne mich nochmal über den Tresen und möchte einmal kurz einfach, also mit dem Bauch quasi drauf liegen und dann den Kopf auf der anderen Seite drunter und ich möchte einmal so einen Blick unter den Tresen schweifen lassen. Sehe ich da irgendwie eine Waffe oder irgendwas? Oder einen Zettel? Nö. Also du guckst einmal, du lädst dich einmal drüber, guckst so drunter, über Kopf, siehst einfach nur ganz viele Gläser. Okay, und dann komme ich wieder zurück und gehe Richtung Tür. Ich nehme mir zwei Kekse. Klar. Den einen stecke ich mir einmal wirklich so direkt so einfach so um. Okay. Das heißt, ihr geht jetzt wieder Richtung... Richtung da, wo die Spuren ja auf den Weg geführt haben. Tatsächlich. Steht ihr, also ihr müsst ihr das so vorstellen, du kommst aus diesem Gasthaus raus und es ist sehr, sehr dunkel. Und du hast diese Spuren ja auf dem Boden gesehen und das ist so ein Trampelweg quasi, weil der einfach super viel belaufen wird. Und direkt vor diesem Trampelweg beginnt tatsächlich auch schon der Markt. Und du hast die Spuren so weit gesehen, bis bis halt zu den, wo dieser Steinweg quasi angefangen hat. Gibt es soweit Sinn für dich? Ich würde einmal den so ein bisschen meine Nase reiben und dann mal versuchen, ob ich Eliza schnüffeln kann. Gib mir einen Perception-Wurf. Sind wir jetzt schon ein bisschen gegangen? Also wie viele Minuten sind wir ungefähr entfernt von der Taverne? 9. Es riecht immer noch nach... Naja, eigentlich nicht nur nach Herbst, sondern auch hier in der Nähe ist eine Farm, das riechst du. Und ansonsten riechst du das Wasser, weil ja so ein kleiner Fluss durch den Ort geht. Und du weißt auf jeden Fall an den Ständen am Markt, da sind super viele Blumen und Früchte und sowas. Und das riechst du alles, aber keine Ahnung, wo du Eliza ist. Die riechst du nicht. Ich wollte ihr auf den Markt und euch dort umgucken. Ich würde erst mal fragen, wie weit komme ich mit der Dark Vision, um die Spuren so ein bisschen zu verfolgen?
Weil am Anfang haben wir welche gesehen und... Ja, genau, die Spuren, also dadurch, dass es ja so ein Trampelweg ist, ne, es ist ja Gras. Und da waren halt diese frischen Spuren von Eliza. Und die enden aber tatsächlich ziemlich, also was heißt enden? Die werden immer undeutlicher, sobald sie auf den Stein, auf Stein trifft. Und ab dem Marktplatz ist es halt so ein gepflasterter, etwas unsauber gepflasterter Stein. Mhm, okay. Das heißt, das ganze, die ganze Erde unter ihren Füßen vermischt sich dann mit dem ganzen anderen vom genau. Tages, die ganzen Leute, die hier langgelaufen genau. sind. Okay, okay. Ich würde mal eine Fackel anmachen und dann so ein bisschen über diesen Pflasterplatz leuchten. Aber das mhm. bringt wahrscheinlich nicht viel, oder? Du darfst mir gerne einen Perception-Wurf geben. Okay. Abgesehen von der Fackel, die ich anhab, sehen wir sonst noch irgendwo Licht? Wie ist das allgemein in den Häusern um uns herum? Die Häuser sind größtenteils dunkel. Also es ist schon sehr, sehr spät. Du gehst davon aus, dass fast alle schlafen. Auf dem Markt selber ist tatsächlich noch ein bisschen Licht. Nicht, weil da irgendwie Menschen sind, sondern es ist so eine ganz normale, ich sag mal, Straßenbeleuchtung. Du gehst davon aus, dass es auch eine magische Beleuchtung ist, weil es nicht irgendwie heiß oder irgendwelche Fackeln sind. Ne? Aber du siehst schon relativ gut deine direkte Umgebung. Also du siehst die Häuser, du siehst den Marktplatz, die Zelte, die da immer noch draufstehen. Aber die Häuser selber sind eigentlich alle dunkel, bis halt auf die Taverne hinter euch. Die ist zwar auch halbwegs dunkel, aber dadurch, dass der Barkeeper ja dort noch war, braucht er ja auch ein, zwei Lichtquellen. Und das Licht seht ihr von hinten natürlich auch noch. Okay, 6. Perception. Ja, du schaust dich um. Schaust, also du siehst auf jeden Fall, wo dieser Übergang von Sand zu Stein ist, wo die Fußspuren weitergehen und sie scheinen Richtung Süden zu gehen, vermischen sich dann aber ganz schnell. Also Süden bedeutet raus aus dem Dorf, oder? Also in die Richtung, ja. wo das Dorf, okay. Aber sie können woanders abgebogen sein. Mehr siehst du nicht. Weil sie vermischen sich ganz schnell mit den ganzen anderen Fußspuren und dem ganzen Dreck und Schlamm, was halt auch von ein bisschen wetterbedingt ist, weil es ja sehr nass war. Es ist ein bisschen schwierig, dem zu folgen. Ich würde ein paar Meter in die Luft fliegen, um wieder das Ganze so ein bisschen von oben zu betrachten, ob ich irgendwo vielleicht noch eine Fackel oder Bewegung auf den Straßen sehe, weil wenn jetzt gerade wirklich niemand unterwegs ist, ob ich vielleicht noch gerade so jemanden am Horizont irgendwo wegrascheln sehe in irgendeine Richtung, dass ich vielleicht sagen könnte, okay, in die Richtung ist überhaupt noch Bewegung, das könnten sie sein. Mhm. Darfst du mir auch gerne einen Perception-Check geben? Hast du Dark Vision? Nein. Nein, okay. Ja gut, ist eine 6. Irgendwie. Wir sind da. Sollen wir mal Cray voranschicken? Vielleicht hat er noch eine Idee. Cray kann ja auch hochfliegen, wenn er das möchte. Also, Inrin, du schaust dich um, guckst nach links, guckst nach rechts. Es ist ganz schön dunkel. Es ist wirklich dunkel. Du siehst nichts. Ja, für mich ist es da oben echt zu dunkel. Ich sehe in keine Richtung irgendjemanden. Fuck. Möchtest du mir mit Cray auch einen Perception-Check geben? Ja. Achso, oh, ich dachte, Keen Senses vielleicht. Oh. Ja, deshalb hast du genau. Advantage auf Perception-Checks. Das ist noch ein zweites Mal. Sag mal, heute ist auch... Ach du Scheiße. Wir sollen heute nicht wirklich einstecken rauskommen, oder? Macht aber auch Sinn, wir hatten noch nicht vernünftig gerastet, konnten nicht richtig pennen, also... Ja. Alle müde. Also auch Cray schaut sich um.
schaut auch nochmal so ein bisschen, versucht so ein bisschen über die Dächer zu gucken, versucht auch so ein Stückchen höher zu fliegen, um auch mal über die Mauer zu gucken, weil die versperrt euch ja auch den Blick. Aber bis auf den See, der so ganz langsam und sachte vor sich hin und her, wie sagt man das, schunkelt, sieht er keine großen Bewegungen. Klar, im Wald ist immer so ein bisschen was an Bewegung durch Tiere und Wind, aber er kann jetzt nicht irgendwie eine kleine oder menschenähnliche Kreatur, humanoide Kreatur außen. Scheinen tatsächlich einfach alle zu schlafen oder sich versteckt zu halten. Ich habe eine Idee. Ich würde mich umsehen. Ja. In den verschiedenen Häusern hier und gucken, ob wir aus den Häusern beobachtet werden von irgendwie einer alten Frau, die nicht schlafen kann, von diese typischen Leute, die um die Uhrzeit nichts zu tun haben und nach draußen auf die Straße gucken. So. Okay. Am Fenster also du gehst quasi einmal um den Marktplatz rum und schaust da einfach mal in die Fenster rein. Ich schaue mich da einfach um. Ich schaue mal, ob ich irgendjemanden sehe, ob irgendwo schnell irgendwie so eine Gardine oder so davor gezogen wird. Ob ich jemanden sehe. Mhm. Aber du hattest Darkvision, richtig? Nein. Auch nicht? Oh. Ich bin menschlich. Ach ja, stimmt. Ich hab bei dem Beast-Aspekt bei dir gedacht, du hättest Darkvision. Ja. Ja, bitte. Auch nochmal auf Perception. Oh Gott, das ist richtig gut hier. Komm. Ich meine, du siehst ja schon ein bisschen was, ne? Weil... Aha. Okay, ich nehme alles zurück. Warte. Ich nehme mir Ashen mit. Ashen. Ja. Du bist doch gut darin, unentdeckt zu bleiben und so ein bisschen. Also im Wald warst du fast weg, als du vor uns weggelaufen bist. Wenn es gut läuft, dann kann es durchaus passieren. Genau. Ich gucke mich mal um, ob ich irgendjemanden sehe, der sich hier hinter den Fenstern versteckt und guckt. Und du guckst mal, ob irgendjemand auf mich reagiert. Weil ehrlich gesagt, und ich gucke so mitten in die Dunkelheit vom Marktplatz, ich sehe nichts. Alles klar. Auch nochmal Perception? Ja, bitte. Oh mein Gott! Wow! Okay, nicht schlecht. Lisa, also wenn ich Befehle entgegennehme ab jetzt, dann nur von dir. Okay. Ich laufe jetzt richtig auffällig, guck in die Fenster rein. Natural 20. Okay, du rennst also quasi einmal um diesen Marktplatz rum und als bist schon so auffällig, man könnte meinen, du klopfst jeden Moment an die ganzen Fenster, dass die Leute hoffentlich auf dich reagieren. So, Ashen folgt dir und schaut sich halt dabei genau um. Die meisten Rollläden bzw. die meisten Vorhänge in den Häusern sind definitiv zugezogen. Das heißt, da konnte man so oder so nicht viel sehen. Ihr lauft so ein Stückchen weiter. Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Sehe ich einen Mond? Ja, ja. Was für einen? Das ist ein Halbmond. Okay. Aber sehr wolkenverhangen tatsächlich. Thanks. Okay. Ihr lauft so ein kleines Stückchen weiter und kommt an so einer kleinen, sehr muckeligen Hütte an. Die ist weiter ein Stück weiter südlich. Und da brennt tatsächlich ein ganz, ganz leichtes Licht. Und ihr seht hinter den... Oder... Du, Ashen, in dem Fall, du siehst hier hinter den halb zugezogenen Vorhängen Bewegung. Risa, da vorne. Ja? Schau mal, kannst du das erkennen? Nein. Da vorne brennt Licht. Lass uns näher gehen. Südlich, in die Richtung. Links oder rechts? Links. Oh, okay. Gib mir einen Moment.
Und ich bleibe in diesem Haus stehen. Hier? Ja. Schau genau da, hinter den Vorhängen, Bewegung. Ich klopf an. Lisette an. Ich mach genau das. Ich ziehe euch sofort auf eine Karte und dann verrate ich euch, was genau ihr seht. Schönen guten Tag. Können wir mal mit Ihnen über Ihren Kabelanschluss reden? Folgen die anderen den beiden? Kommt mit, die haben was gefunden. Irgendeine Hütte oder so. Okay, das heißt, ihr folgt. Ja. Okay, alles klar. Dann. Ziehe ich auf eine Karte. Oh, da ist noch eine Person zu viel. So, ihr steht vor einem kleinen, sehr muckeligen Haus. Links und rechts sind so zwei Tische, die sehen sehr edel, sehr edel aus, ne? Ein bisschen gartenstuhlmäßig, sehr gemütlich. Und aus dem Haus brennt trotz der Uhrzeit immer noch Licht. Und ihr habt hier hinten, ich hoffe, ihr seht das, Bewegung gesehen. Okay. Klopf ans Fenster. Ach, Lisa. Klopfst wirklich? Okay, du klopfst ans Fenster und du hörst immer in dem Moment ein Scheppern. Ui. Als hätte jemand etwas fallen gelassen. Und dann hörst du es rascheln. Und jemand zieht den Vorhang beiseite. Und das Fenster geht auf. Das kannst du machen. Du meine Güte. Es tut mir sehr leid. Wollt ihr mich überfallen? Dann hätte ich nicht geklopft. Oh. Eine kleine Gnomendame steht vor dir. Sie hat ein grünes Hemd an, hat eine Schürze um und eine Kochmütze auf. Sie hat, wenn du hinter sie guckst, siehst du, dass sie bis gerade eben noch so eine metallene Schüssel in der Hand hatte. Anscheinend wollte sie gerade was backen. Tut mir leid, ob der späten Stunde oder frühen Stunde, je nachdem. Wir haben uns gefragt, ob Sie vielleicht in der letzten halben Stunde eine Aufruhr mitbekommen haben, hier in der Umgebung. Ein Aufruhr? Jemanden, der vorbeigelaufen ist. Irgendwas gesehen? Ich bin noch nicht so lange wach. Ich bin vor kurzem erst aufgestanden. Ich habe nichts, Gar nichts? Nicht mal eine Person, die vielleicht ein Schatten, der vorbeigehuscht ist oder ähnliches. Naja, manchmal rennen hier noch die Kinder rum oder ich weiß nicht, aber ich hab jetzt nicht darauf geachtet. Nee, sie überlegt. Von wo ist der Aufruhr denn gekommen? Von dem Gasthaus. Vom Gasthaus, ja, das ist ja auch ein kleines Stückchen weg, ne? Also du musst dir vorstellen, da liegen tatsächlich schon so zwei, drei Häuser dazwischen. Also es ist nicht ewig weit weg, du kannst innerhalb von 5 Minuten rüberlaufen, aber da liegen halt tatsächlich ein paar Häuser dazwischen. Okay. Nee, ich habe leider nichts mitbekommen. Wieso ist etwas passiert? Eine unserer Reisebegleitungen ist verschwunden. Oh nein. Wir haben gehofft, dass sie vielleicht einfach nur einen kleinen Nachtspaziergang macht. Oh, das klingt ja furchtbar. Also, kein Nachtschwarz. Also, ich, also. Ja, ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Ich würde ihr eine kurze Beschreibung von der Leiser geben. Ja, falls ja. Sie diese Dame irgendwo sehen, könnten Sie uns. Warte, ich bin vergesslich. Warte. Und sie würde kurz nach hinten rennen. Und dann mit Stift und Papier wieder vorkommen. Okay, jetzt nochmal. Wie? Klein.
Okay, ja. Haare. Ja, ja, ja. Dunkle Augen, also schwarze Augen. Okay. Okay, ja. Genau. Welche also Größe, Abmaß? Also, so. Normalerweise verirren sich alle Reisenden irgendwann früher oder später zu mir. Meine Backwaren sind unwiderstehlich. Oh. Also sollte ich sie sehen, sage ich ihr auf jeden Fall Bescheid, dass ihr sie sucht. Das ist sehr lieb. Oder wenn sie uns sehen und sie gesehen haben, dann sagen sie uns einfach Bescheid. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr findet sie. Ich auch. Tut mir nochmal wirklich leid, für, dass ich sie erschreckt habe. Das war nicht meine Absicht. Ach, kein Problem. Die Uhrzeit. Naja, manchmal rechnet man mit Geistern. Aber ich sollte wohl aufhören, so viele Geschichten zu lesen. Die weißen Haare helfen auch nicht. Nee. Ich hätte euch wirklich beinahe für einen Geist gehalten. Kennen Sie noch jemanden, der um die Uhrzeit wach ist hier im Dorf, der vielleicht unterwegs ist? Jemanden, der, der nicht schlafen kann oder das tagsüber schläft und abends arbeitet? Also die meisten von uns arbeiten, also jetzt bis auf mir, die meisten von uns arbeiten eigentlich tagsüber. Also die Ember-Brüder sind meistens relativ früh wach, weil die früh sich in die Minen begeben. Aber ich glaube, jetzt ist es selbst schon so früh für die. Ich glaube, da braucht noch ein paar Stunden. Die Farmer sind außerhalb des Dorfes. Die sind auch immer sehr früh wach, aber mehr fällt mir leider auch nicht ein. Ich würde gerne so in ihrem Verstand eindringen und sagen, sag ihm die Wahrheit. Mit Awakened Mind. Oh mein Gott. Okay, das heißt, deine Stimme, es klingt jetzt wie eine Drohung? Neutral eher so, aber schon fordernd, also einfach so dieses Sack in die Wahrheit. Okay, aber sie wieder zusammen. Nicht okay. Sag uns, sondern eher so sag ihnen die Wahrheit. Sonst, so ne? Third person. Ja, ja, ja. Okay. Sie zuckt zusammen. Ich glaube, hier sind doch Geister. Habt ihr das gehört? Hier sind keine Geister, das ist einfach deine eigene Stimme in deinem Verstand. Sag ihnen die Wahrheit. Geht's Ihnen gut? Also ich habe nichts gehört. Sie klopft sich einmal so die Hände gegen die Wangen, schüttelt sich. Ich habe mir was eingebildet. Alles gut, alles gut. Sag Ihnen jetzt endlich die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit, verdammt! Entschuldigung. Okay. Ich schmunzle und lasse ab von ihr. Überzeugt, dass es die Wahrheit zu sein scheint. Geht's Ihnen gut? Bis gerade eben dachte ich, es würde mir gut gehen, aber jetzt glaube ich, ich sollte mich noch mal ein bisschen hinlegen. Vielleicht bin ich noch halb am Schlafen. Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Alles gut. Ich mache jetzt ein bisschen Süßes. Ich werde sie dann auch nicht weiter belästigen. Gute Besserung. Danke. Ich leg mich dann mal hin. Kommt gern tagsüber vorbei. Ich verspreche euch, meine Backwaren sind unwiderstehlich. Und sie wendet sich ab zum Gehen. Ich winke und steppe so vorsichtig von diesem Fenster weg. Was eine wunderliche Person. Das war lustig. Schön. Was denn? Du hast ans Fenster geklopft. Irgendwie mussten wir ja überprüfen, ob sie wirklich gerade die Wahrheit sagt oder lügt. Eventuell habe ich 2-3 Sätze in ihrem Kopf gesprochen. Ich würde mich durchaus in der Lage dazu sehen, Leute zu durchschauen, wenn sie mich anlügen. Aber was auch immer. Und ich würde Ashen so ein bisschen auf die Schulter klopfen, während ich an ihr vorbeilaufe. Ich zucke nur noch mit den Schultern und freue mich einfach darüber, dass ich sie gerade so ein bisschen geärgert habe. Also nicht dich, Risa, sondern natürlich die Frau. Okay, also die Frau hat niemanden gesehen. Es ist auch anscheinend niemand hier wach, außer die Farmer um die Uhrzeit. Wir sind also bei 0.
Es könnte nur noch sein, dass vielleicht, falls sie das Dorftor passiert hat, jemand das dort mitbekommen hat. Falls diesmal jemand Wache hält. Aber ansonsten sind wir am Arsch. Ist nur der Marktplatz gepflastert? Nein. Also der Weg vom Eingangstor bis hin, also du hast es ja, wenn du dir die Map anschaust, du hast ja vom Eingangstor aus ganz viel Pflasterung bis zur Brücke hin, über diesen See. Und du hast einige Häuser auch tatsächlich verbunden mit Pflastersteinen. Aber tatsächlich, also die Häuser stehen meistens einfach nur auf Grün und sind mit Trampelfaden quasi einfach nur begehbar. Aber durchs Dorf geht schon eine gepflasterte, ich will es jetzt nicht Straße nennen, dafür ist es ein bisschen zu unsauber, aber ein gepflasterter Weg. Mhm. Ich habe ja vorhin die Fußspuren von Eliza gefunden. Mhm. Kann ich einmal um die Dorfmitte laufen und gucken, ob ich diese Fußspuren irgendwo weggehen sehe? Du meinst, ob du wieder welche auf Gras siehst? Genau, auf Gras, auf Matsch, weil es ist ja, du hast ja gesagt, es ist Herbst und ein bisschen schlammig und so. Ja. Dass wenn jemand von diesen Wegen weggeht oder wenn jemand von Pflaster weggeht, dass man das vielleicht sehen kann. Klar. Investigation oder Perception? Schaust du dich nur um? Also, oder gehst du wirklich akribisch auf die Suche, dass du quasi, weil du siehst ja im Dunkeln nichts, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Wie nah gehst du mit deinem Gesicht an den Boden ran, dass du nach den Spuren suchst? Ich würde mir Valen am Ärmel schnappen, der ja eine Fackel angemacht hat. Okay. Gib mir Perception. Warum nicht investigate? 12. Wie lange dauert das jetzt? Also sie zieht dich jetzt einmal um diesen Dorfplatz rum, um diesen Marktplatz und läuft mit dir einfach ein paar Kreise. Und schaut deshalb währenddessen die ganze Zeit auf den Boden und guckt, ob sie irgendwelche Spuren sieht, die ähnlich zu denen sind oder gleich von denen von Eliza. Aber es scheint, als sei niemand vom Weg abgekommen mit ähnlichen Fußspuren. Ich glaube, sie ist auf den Pflastersteinen weiter. Als wir dann die Runde fertig gemacht haben, wieder bei den anderen sind. Das heißt, wir haben jetzt zwei Richtungen. Ich glaube, sie ist Richtung Tor gelaufen, also runter. Wo geht der andere Weg hin? Nach oben. Also ihr habt zwei Wege, die rausgehen. Es gibt zwei Tore, einmal im Norden, einmal im Süden. Wenn ihr die Gaststätte verlasst, ist es erstmal ein Stück Richtung Süden auf den Marktplatz. Mhm. Und von dort aus kommt man sowohl nach Norden als auch direkt nach Süden zu den Toren. Meint ihr, sie ist zurück oder nach vorne? Sprich, das, was ich gesehen habe, könnte beides sein? Keine Ahnung. Ich zog mit den Schultern. Von Süden kamen wir und sie wollte ja unbedingt hier in diese Stadt. Also wäre es vielleicht unlogisch, wieder zurückzulaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Oder sie ist zum Mausoleum zurück. Also ich denke mal. Ja, könnte sein, vielleicht. Vielleicht. Oder sie ist bei uns zur Mine, weil dort der Ring sein soll und sie alleine in die Mine wollte, um den Ring für sich zu haben. Vielleicht, ich glaube nicht, dass sie alleine in die Mine rennt, oder? Das klingt, selbst wenn sie uns über den Tisch ziehen wollen würde, ziemlich dumm. Warum wollen wir sie überhaupt finden? Weil sie entweder in Gefahr ist oder, wenn wir davon ausgehen, dass sie uns verarscht hat, sie mehr weiß als wir. Und was hätten wir alternativ für einen Plan? Wenn die Mine, Bibliothek oder Kirche gehen. Naja, also wenn wir sie nicht finden wollen würden. Also, den Ring finden. Wir sind uns aber einig, dass sie komisch ist, oder? Ja. 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 Definitiv. Ich fand sie süß. Du findest jeden süß, Liesel.
Ich sitze auch nur auf diesem Stuhl und strick schon wieder die ganze Zeit, während ihr richtig hitzig diskutiert. Auf meinem Kissen. Okay, wollen wir sie heute Nacht noch suchen gehen oder gehen wir einfach wieder schlafen? Weil ich weiß nicht, ob wir sie jetzt noch einholen würden. Aber morgen könnte sie ja noch weiter entfernt sein. Das glaube ich nicht. Meinte, sie liegt auf magische Weise wieder in unserem Bett? Nein, das glaube ich auch nicht, aber wo soll sie hingehen? Um weiter entfernt zu sein, müsste sie das Dorf verlassen. Und wenn sie in Gefahr ist und es bis dahin zu spät ist? Dann hätte sie vielleicht ohne uns nachts nicht rausrennen sollen. Lass uns Cray nochmal zum nördlichen Ausgang schicken. Durch seine Nachtsicht könnte er uns vielleicht doch nochmal etwas helfen. So ich es verstanden habe, ist Blindsight wahrscheinlich noch ein bisschen stärker als Dark Vision, oder? Also zumindest. Du hast beides, also ja. Weil Cray könnte dann auf dem Boden halt einfach ein bisschen schauen und kann so 10 Fuß weit über dem Boden dann vor sich was erkennen. Das wäre so der Plan. Na dann schickst du Cray zum nördlichen Tor, was auch definitiv gerade näher dran ist an euch. Und schickst du ihn über die Mauer drüber oder will er durchs Tor durch? Der wollte eigentlich erstmal so auf den Boden schauen, ob der da noch was findet. Aber... Also willst du, warte, lass mich das anders formulieren. Soll er innerhalb des Dorfes noch schauen oder außerhalb des Dorfes nach Spuren? Also so wie mein DM das gerade formuliert, habe ich das Gefühl, dass ich nochmal außerhalb des Dorfes schauen müsste. Also machen wir das. Ich wollte es nur wissen, weil es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt wieder auf Stein guckst oder ob du auf Gras guckst. That's what I wanted to know. Das stimmt. Also eigentlich war mein Plan halt nochmal, wie gesagt, genauso nach Fußspuren oder Details, Kleinigkeiten, vielleicht irgendwas, was sie verloren hat oder irgendein Geruch innerhalb der Mauern zu suchen, weil es wahrscheinlich konzentrierter ist als außerhalb der Mauern. Aber jetzt bin ich verunsichert. Okay, Leute, wollten wir lieber innerhalb oder außerhalb der Mauern schauen? Einmal durchfliegen? Wenn wir Cray vorschicken. Auch. In die Richtung und dann ist es ja automatisch innen und außen. Also wenn wir was versuchen, dann würde ich sagen, schauen wir direkt vor dem Tor. Wenn wir da im Schlamm vielleicht eine Spur finden, wissen wir, dass sie rausgelaufen ist. Alles andere ist, glaube ich, vergebens. Sonst müssten wir hier alles absuchen und dann wird es auch schon wieder hell und wir sind müde. Ich bin sowieso schon müde. Ja. Alles klar. Okay. Dann machen wir das so. Dann gib mir doch mit Cray nochmal einen Perception-Wurf auf Advantage. Lass uns zeitgleich schon mal zurückgehen. Wir können echt etwas Schlaf vertragen. Ich habe wieder vergessen, wie es auf Advantage ist. Shift. Würfel einfach noch ein zweites Shift. Mal, das passt auch schon. Achso. Okay, gut. Aber ja, Shift. cool, ja, gut. Macht zusammen 28, also... Nicht schon mal hier. Erhöhe einfach den DC auch mal 2, dann passt es wieder. Das, ja, fair. Okay, also, du schickst Cray los. Ihr geht alle gerade zusammen ganz langsam wieder Richtung Taverne. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, mir ist scheiße kalt. Okay. Gut, also ihr macht euch dann auf den Weg wieder zurück zur Taverne und Cray wird ein Stückchen weitergeschickt. Heißt, er fliegt an dieser Taverne vorbei, fliegt Richtung Tor und schaut sich dort einmal um. Das Tor ist offen, genauso wie das südliche Tor, wie ihr das auch ursprünglich vorgefunden habt. Und es scheint weit und breit niemand zu sein, der irgendwie auch nur ansatzweise darauf aufpasst. Er guckt sich um, guckt, ob er irgendwo Bewegung sieht, aber wirklich totenstill, also niemand zu sehen. Dann schaut er sich so ein bisschen auf den Boden um. Die Spuren im Stein sind sehr, sehr nichtssagend. Das sind aber definitiv weniger Spuren als zum südlichen Tor. Also er hat das Gefühl, dass
die Spuren, die nördlich rausgehen, frischer sind, weil sie weniger sind. Also das ist leichter für ihn zu differenzieren. Ich hoffe, das ergibt Sinn für euch. Dass da irgendwelche Spuren sind, die ähnlich, oder Fußspuren sind, die ähnlich, oder die von Eliza sein könnten. Aber irgendwer ist vor kurzem schon rausgelaufen. Okay, Leute. Cray so fliegt und hoppelt so ein bisschen zurück zwischen unsere Füße, während er landet. Und kommt dann so ein bisschen zum Stehen, fällt nochmal so ein bisschen gegen Valens Schienbein und schafft es dann, sich zu fangen. Guckt dann an ihm hoch und er versucht, dir und auch den anderen aus der Gruppe so ein bisschen durch seine Fähigkeit der limitierten Telepathie, also er kann eigentlich auch mit euch so ein bisschen kommunizieren. Echt? Versucht er so, ja, also hier steht, the Pseudo-Dragon can magically communicate simple ideas, emotions and images. Ich kann es auch mal eben hier... Aber normalerweise genau, with any creature, oder? With any creature, ja. With any creature, oder? Ja. Voll. Theoretisch. Voll. Oh, nice. Also er wird euch das gerne allen so ein bisschen mitteilen. Ist aber, wie gesagt, so ein Image. Also kann er euch so ein bisschen sein Gefühl, wie er das gerade wahrgenommen hat mit diesen weniger Fußspuren und so ein positives Gefühl, dass da auf jeden Fall irgendwas war, weiterleiten. Interesting. Ich würde so den anderen Keks, den ich vorhin geklaut habe oder genommen habe, in zwei brechen und wird Cray so die eine Hälfte geben. Er freut sich auch richtig, dass er jetzt gerade was dazu beisteuern konnte und freut sich mehr über den Keks und liest ihn. Sollen wir dann nach Norden gehen und eine entlaufene Eliza suchen? Jetzt? Oder wollte ich schlafen? Wir sind gerade zurück zur Taverne gegangen. Guck mal, da hinten. Ach, nein, so ein bisschen Cardio tut dir auch nicht gut. Da brennt noch ein bisschen Licht-Cardio. Ich bin wahrscheinlich der Schnellste hier. Ich bin nur müde. Das würde ich nicht wetten. Und was soll ich dann die ganze Zeit machen? Soll ich stricken lernen oder so? Oh ja, danke. Inren. Was sagst du? Also ich bin auch verdammt müde. Ich würde mich auch nochmal ausruhen, weil am Ende siehst du sowieso schon über alle Berge und... Wenn ihr jetzt was zustößt, kommt sie nicht weiter. Wenn ihr nichts zustößt, wird sie immer mehr Distanz zu uns aufbauen, die wir wahrscheinlich eh nicht einholen können. Also, im besten Fall fangen wir sie irgendwo ab, falls sie zurückkommt, oder wir finden sie irgendwo, wo sie feststeckt. Also schlafen. Ja, schlafen. Machen wir einmal Handzeichen, wer möchte hier bleiben und schlafen? Also mir ist es egal. Und Inren würde sich nur so leicht müde melden. Schlaf klingt gut. Liesel? Und doch, ich würde auch sagen, dass wir schlafen sollen. Ihr seid alle... Ihr habt richtige Augenringe, Kinder. Das geht nicht. Ihr müsst ein bisschen was schlafen. Und außerdem ist es viel zu kalt. Ihr erkältet euch alle. Das möchte ich nicht. Ashen? Also, Cray guckt mich an und versucht auch so ein bisschen die Schwanzspitze zu heben. Und ich so, nicht du auch noch, oder? er schaut dann wieder zu den beiden Jungs, bei denen er gerade geschlafen hat und stellt sich so ein bisschen zwischen sie. Und ich denke mir so, okay, cool. Also, Erinnerung an letzte Woche, da hatte ich fertig geschlafen, beziehungsweise fertig meditiert. Deswegen bin ich halt theoretisch ausgeschlafen, beziehungsweise brauche es gerade nicht und denke mir, okay, noch eine Runde. Oder ich könnte nochmal den Keller untersuchen. Wie lange braucht ihr denn noch? Du kannst auch noch ein paar Kekse für Cray holen.
ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat schon genug gefuttert. Also, legen wir uns erstmal hin. Sure. Ja, das klingt gut. Okay. Nachdem ihr euch angezogen habt, müsst ihr jetzt quasi alles wieder ablegen. Das ist okay. Und begebt euch zurück in eure Gemächer. Ich frage diesmal Ashen, ob sie mir die einen Schnalle aufmacht. Okay. Ich auch gelernt. Also, oh mein Gott. Okay, und ihr wollt euch alle ausruhen, bis auf Ashen. Genau. Möchte Ashen in der Zeit irgendetwas machen oder entscheidet sie sich doch, sie lernt jetzt einfach stricken? Oh, ein Teil von mir wird halt schon gern erkunden, aber ich bin halt trotzdem auch ein bisschen, ja, also ich wollte mich schon gerne meiner Gruppe anschließen, bevor da irgendwas passiert. Schwierig. Ich könnte noch mal in den Keller gehen oder so. Das Ding ist, es wird jetzt, also eine Longlist wird dann basically nur erzählerisch und dann geht's eh schon weiter für euch, so. Okay. Aber wenn du dir noch mal im Keller umgucken möchtest, weil du denkst, du hast da irgendwas verpasst, kannst du das in der Zeit natürlich jetzt auch noch machen. Kann ich dir noch einfach Frühstück vorbereiten? In einem Gasthaus, das du möchtest, nicht gehört. Du möchtest in einer fremden Umgebung? Weiß ich nicht, ich bin verzweifelt. Irgendwas muss ich ja machen. Also ich kann auch gerne für Liesel einfach eine Runde stricken lernen. So ist kein Problem, aber ich wollte gerade sagen, dass ich dir so... Liesel kramt so in ihrer Tasche und holt so zwei Nadeln raus und so ein richtig verheddertes Wollknäuel, wo du überhaupt nichts mit anfangen kannst, bevor du das nicht richtig weit ausgeknotet hast erstmal wieder, und drückt dir das nur in die Hand und geht so still weiter. Machst du deine Aufgabe, Jesus? Ich guck das an und denk mir so, oh Gott. Du darfst das Wollknäuel auseinander. To be honest, ich würde Cray jetzt natürlich symbolisch erst nochmal zu den Jungs schicken, weil er gerade da ja schon seinen Schlafplatz auserkoren hatte. Ja. Würde aber nochmal gerne wirklich in den Keller gehen, weil ich schauen wollte, ob er immer noch im Keller flucht. Mhm. Als wir rausgegangen sind, war er noch irgendwie unten zu Gange. Vielleicht hat er ja neue Infos. Vielleicht auch nicht. Ich bin jetzt leider nur auf der oberen Szene mit Cray gelandet. Ja. Hier. Ach so, warte, was ist mit der Schnalle? Kriegt. Da bist du. Ich bin mir sicher, die Schnalle hast du losgemacht, bevor Resa nach oben gegangen ist. Okay. Okay. Ja, dann legen sich alle schlafen und Ashen geht nochmal in den Keller runter. Hm. Zieh euch alle mal hier hin. Ja. Wo der Barkeeper hektisch hin und her rennt und gerade dabei ist, in so einen Eimer die ganzen Scherben und so reinzuwerfen. Also er rennt durch die Gegend, sammelt immer wieder Scherben auf und flucht so ein bisschen vielleicht so eine verdammte. Oh, das muss ich bis morgen fertig kriegen. Oh mein Gott. Und bleibt dann stehen, als er dich in der Tür sieht. Hey. Kann ich irgendwie helfen? Wir haben versucht, mehr herauszufinden, aber bisher sind wir nicht weit gekommen. Unsere Freundin haben wir auch nicht gefunden. Schau dich nachdenklich an, weil das das erste Nette ist, was du gerade zu ihm gesagt hast. Nee, ihr seid Gäste. Ihr sollt hier nicht arbeiten. Sollte sich lieber hinlegen und schlafen. Ich muss dieses Chaos hier beseitigen bis morgen früh. Das ist eigentlich kein Problem. Ich weiß nicht, wie viel ihr über meine Rasse wisst, aber tatsächlich schlafen wir nicht wirklich. Ja, ich kenne das. Ich schlafe auch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das Gleiche ist. Wenn ihr möchtet, kurze Sache. Er ist ein Elf. Es ist das Gleiche. Oh, okay. Gut, okay. Dann nehme ich den letzten Satz natürlich zurück. Gut. Elfen schlafen nicht? Okay, dann... Elfen meditieren nur, liebe Liesel. Oh. Nun, dann solltet ihr euren vorigen Satz vielleicht auch noch einmal überdenken, dass ich mich ausruhen sollte. Hey, Meditation schadet niemandem. Zu viel hintereinander könnte aber auch den Kopf ein wenig verwirren.
Dann such dir eine Beschäftigung, keine Ahnung. Naja, dafür bin ich hier, um den Keller aufzuräumen mit Ich mach das lieber selber. Okay. Haben Sie sonst noch etwas herausgefunden? Ich sehe hier nur ganz viel Wein, ganz viel Wasser und all unsere Vorräte auf dem Boden und zerstört. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Ich weiß nicht, wer auf diese hirnrissige Idee kommt, hier unten einzubrechen. Hier ist nichts außer Vorräte. Ich verstehe es nicht. Jetzt lassen Sie mich schon vorbei. Ich fange an, ein paar von diesen Äpfeln hier aufzuheben. Er guckt dich total entsetzt an, schüttelt dann den Kopf und seufzt einfach nur so. Na gut. Und fängt wieder an, Glasscherben einzusammeln. Okay. Okay, also. Heißt, Ashen hilft tatsächlich jetzt beim Aufräumen dort unten. Und die anderen betten sich zur Ruhe. Schlafen, meditieren, vielleicht sogar stricken weiter in die Selzfall. Ja. Wollt ihr sonst noch irgendwas tun oben? Nein. Ich check nochmal, ob alle Fenster zu sind. Mhm. Und pack irgendwas, was scheppert, wenn man die Tür aufmacht, von außen einfach hinten gegen die Tür. Ja, ist klar. Okay. Und so legt ihr euch alle zur Ruhe. Und in der Zeit räumt Ashen unten mit auf und als es langsam wieder heller wird, seid ihr unten tatsächlich auch fertig. Also ihr kommt so langsam wieder raus und die anderen wachen Stück für Stück. Ich gehe davon aus, dass Liselle als erste wach ist. Auf. Ich weiß nicht, ob Ashen noch nach oben gehen möchte oder ob sie im Gastraum auf die anderen warten möchte. Ich würde im Gastraum warten. Und ich gebe euch ein anderes Ambiente. Ihr wacht langsam alle auf. Ich werde ganz kurz was testen und ich hoffe, dass das funktioniert. Banger Song. So, ich hoffe, das hat jetzt nicht so viel kaputt gemacht, aber das sollte jetzt funktioniert haben. Was denn? Alles sauber. Oh ja. Nice. So. Genau, du sitzt, also fangen wir erstmal bei euch oben an. Was macht ihr? Ihr dürft euch übrigens alle eine Long Rest eintragen. Ja, ja. Ihr wurdet nicht gestört, ihr dürft euch alle eine Long Rest eintragen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sorry, das habe ich jetzt schon, you know. Inren. Ja. Bist du schon wach? Und ich würde so von der Bettkante so runterhüpfen. Nur so sehr müde rüberlaufen. Ja. Es hat sowas passiert. Trotz der Unterbrechung bin ich wach. Kein lautes Geräusch mehr, oder? Nee. Und selbst wenn, hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, so tief wie ich geschlafen habe nach der Unterbrechung, die wir schon hatten. Weißt du, wie lange Cray schlafen muss? Keine Ahnung. Du kannst ja versuchen, ihn mit deinem Keks zu wecken. Liegt Cray noch? Ja. Wie liegt der? Ist der so eingerollt oder so? Genau, auf dem Sofasessel. So. Cray. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Wie groß ist Cray ungefähr? Ich hatte ihn erst ein bisschen größer beschrieben, aber auch
bisschen jetzt off-topic, aber durch das Fanart und alles Mögliche würde es, glaube ich, schon besser passen, wenn er eher maximal so einen Meter lang ist. Aber das heißt, dass sein Körper an sich ja noch kleiner ist. Also er passt schon ja, ein bisschen wie so eine große Katze vielleicht. Ja, er ist tiny, also er ist kleiner als du. Ja, würde ich teilweise nicht sicher nehmen, ne? Du bist small. Ich bin nur small. Ja, ist definitiv kleiner als du. Ja. Heißt das, ich könnte ihn, wenn ich ihn in den Arm nehme, wie so ein kleines Kind, wenn es eine große Katze trägt, so vor mir? Würde das passen, größentechnisch, oder ist er dafür zu groß? Also da du auch beim Eimer würfeln musstest, you can try. Okay. Wie viel wiegt Cray? Es was kommt jetzt auf die Größe an, du. Oh, okay. Also wenn das aus wie so eine Katze, dann wiegt er wahrscheinlich schon so 5-6 Kilo, oder? Aber der hat ja theoretisch auch noch so ein bisschen Schuppen und alles. Also ich würde vermuten, dass man den Drachen ein bisschen schwerer gewichtet, aber vielleicht so 10, 15? Das ist lieber nicht. Weil darauf würde ich dich definitiv würfeln lassen. Also wenn du es versuchen möchtest, tu es bitte. Valen, kannst du ihn vielleicht einfach vorsichtig mit runternehmen, ohne ihn zu wecken? Der wiegt viel zu viel. Was soll ich machen? Dann lassen wir ihn. Schläft er auf einem Polster? Oder auf einem Kissen? Ich kann dir helfen, das Kissen anzuheben. Er hat sich ja auf einen dieser Sessel gelegt und da sind definitiv Polster drauf, ja. Wenn du das Polster oder Kissen, auf dem der liegt, leicht anwinkelst an den Ecken und das hochhebst, kann ich dir helfen, aber... Wir müssen ihn ja jetzt auch nicht wie ein Prinz auf seiner Sessel hier runtertragen. Ja, warum verschwendest du denn meine Zeit, wenn er dir zu schwer ist? Ich habe gehofft, du kannst ihn vielleicht alleine tragen. Cray blinzelt so mit einem Auge. Kriegt das so halb mit, aber schließt es nochmal. Mach die Tür zu, damit keiner... Ja? Ich würde zu Cray hingehen, seinen Kopf tätscheln. Komm danach, wenn dir danach ist. Und würde die Tür aber trotzdem hinter mir zumachen, in der Hoffnung, dass Cray weiß, wie er durch eine Tür kommt. Ansonsten wird das gleich laut rumpeln. Wie so eine Katze dann. Wie gemein. Sicht gemein. Was machen Risa und Diesel? Sind auch schon auf. Ich würde mich anziehen, würde mir meine Haare einmal bürsten. Ganz entspannt. Ja, wir sehen uns dann unten. Dann komme ich auch auf den Flur. Direkt nachdem Inran die Tür zugemacht hat, eilt Cray hinterher, der ja schon so ein bisschen zugehört hatte, in der Hoffnung, dass er sich nicht bewegen muss und getragen wird. Aber nachdem die beiden abgehauen sind, hat er natürlich wieder so ein bisschen dieses Zugehörigkeitsgefühl und rumpelt gegen die Tür. Und sitzt dann davor, bisschen traurig und ist erstmal ein bisschen verloren, was er da jetzt machen soll. Man kann schon davon ausgehen, dass das vielleicht so ein paar Sekunden ist, nachdem Inran die geschlossen hat, weil er so ein bisschen Zeit verzögert, sich denkt, oh fuck, ich muss doch noch irgendwie jetzt mit. Und dann merkt, oh, die wurde mir gar nicht offen gelassen. Also fragwürdig, ob Inran das noch hört. Ist jetzt die gute Frage, höre ich das noch? Kommt drauf an, wie schnell du runtergehst und wo du... Ich bin nicht weit weggegangen. Ich habe erstmal noch so kurz zwei, drei Schritte hier gewartet und es ist noch früh. Ich bin nicht wirklich schnell zu Fuß gerade. Ich glaube, dann hörst du das noch. Dann drehe ich wieder um, mach die Tür auf. Ach, bist du jetzt wach? Und lasse Cray aus dem Zimmer. Na los, unten gibt es wahrscheinlich wieder jeden. Er guckt einmal misstrauisch so zum Türspalt und fragt sich, ob der jetzt wirklich für ihn offen bleibt. Geht dann so ein bisschen erst zögerlich, dann schnell da durch mit so einem Sprung und guckt dich dann so ein bisschen mit fast zugekniffenen Augen an. Ja, und geht an dir vorbei. Macht sich auf den Weg. Okay. Das heißt, ihr geht jetzt alle nach
unten. Jawohl. Oh, ich würde hinter Gray dann noch die Tür wieder schließen. Liesel, sag mal, du hattest auf der Reise doch irgendwie so ein... Irgendwann mal so einen Tee gemacht. Sollen wir dir einen Tee holen, Schätzchen? Ja, bitte. Ja, komm. Oh, kann ich mich bei ihr einhaken? Moment. Komm, wir laufen so. Ellbogen an Ellbogen. Also extra langsam quasi. Und ich würde mich nur kurz umdrehen. Sind wir vollzählig, also minus eins, oder haben wir noch jemanden verloren über den Rest der Nacht? Naja, du bist hier, Raylan ist schon vor, Ashen ist irgendwo unten, Cray ist da und ich gucke auf Liesel da, wir sind da, nur Eliza. Okay. Würde weiter so leicht schlaftrunken nach unten marschieren. Meine Frage ist immer noch, während wir da langlaufen, was wollte Eliza unten im Vorratsraum? Vielleicht Tee? Das ist immer noch eine gute Frage. Und warum war die Tür hinter ihr magisch verschlossen? Hey! Ich lasse den Platz ganz vorne an der Treppe für Liesel, damit sie nicht so weit laufen. Ich sitze ein bisschen kippelnd mit dem Rücken schaukeln, drehe mich über meine Schulter. Ashton, kommst du zu... Oh, guten Morgen. 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 Okay. Ihr geht tatsächlich davon aus, ihr kommt alle runter, das Gasthaus, also die... Der Hauptchannel vom Gasthaus ist tatsächlich gerade noch recht leer. Ihr geht aber nicht davon aus, dass es leer ist, weil es früh ist, sondern weil ihr das Frühstück zu 90% verschlafen habt. Das heißt, hinten hinter dem Tresen stehen tatsächlich gerade nur noch Miranda und der Barkeeper, die sich gerade angeregt unterhalten. Und davor steht Jorina, die euch schon gesehen hat. Und wahrscheinlich auch gleich zu euch rüberkommen wird. Okay. Okay, so. Wie ist unser Plan dann für heute? Erstmal essen. Wir gehen... Okay, und danach gehen wir nördlich aus dem ganzen Dorf hier raus und suchen weiter, oder... Wir gucken uns einmal um. Und wenn wir nichts sehen, dann gehen wir den verschiedenen... Hinweisen nach, würde ich sagen. Ja, das klingt doch nach einem guten Ansatz. Ich habe gehört, Valen will unbedingt in die Bibliothek. Ja, voll. Mich würde interessieren, was wir noch aus Miranda rauskriegen. Guten Morgen, Langschläfer. Morgen? Was kann ich euch bringen? Ein Tee bitte für mich. Ein Tee, okay. Für mich einfach nur Wasser. Wasser, und Brot, vielleicht eine Käseplatte, irgendwie sowas. Genau. Sicher, haben wir alles da. Danke. Bleibt ihr länger oder habt ihr eure Zimmer schon fertig zum Putzen bereit gemacht, dass ich bald putzen kann? Noch einen Tag? Vielleicht? Ja. Okay. Wir haben sowieso keine anderen Gäste derzeit, aber ich muss ja mal gefragt haben. Die Gut, Zimmer können ruhig so bleiben, wie sie sind. Alles klar, Frühstück kommt sofort und sie geht. Sieht nur, wie sie kurz Orym antippt, also den Barkeeper, dessen Namen ihr eigentlich nicht wisst, aber ist egal. Ihm noch was zumurmelt und der beginnt dann tatsächlich hier so ein bisschen herumzuhantieren. Ihr seht, wie er Brot aus einem der Regale zieht. Und Miranda fängt dann an, hier hinten Wasser aufzukochen. Und ja, die fangen erstmal an, ein Frühstück vorzubereiten. Sag mal, wo habt ihr Eliza eigentlich kennengelernt? Wo haben wir sie kennengelernt?
in unserer Taverne? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also die meisten von euch hat sie ja per se aufgegabelt, wenn man so möchte. Wenn ihr, also sie hatte so irgendwie so einen Riecher dafür, zu merken, wann Leute Hilfe benötigen, und hat euch jedem einzelnen von euch in der Situation, in der Zeit eine helfende Hand gereicht. Ich kann da jetzt nicht im Detail so drauf gehen, weil ihr ja unterschiedliche Backgrounds habt, aber ihr kennt sie unterschiedlich lang. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich vermute sogar, dass Sel sie am längsten kennen könnte. Wer? Lisel. Oh, ich wollte meine Rente aufstocken damals und da hat sie mir einen Job angeboten. Vor so 30 Jahren oder so. So lang vielleicht doch nicht. Mach mal lieber 3 Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Oh, und Lisel, hat Eliza sich das schon mal so verhalten in all der Zeit? Nein. Das war immer ein liebes Mädchen. Immer sehr süß. Lisel, glaubst du, ich bin lieb? Und Ashen auch? Mhm. Verdammt. Ich schaue ihn so fragend an. Ihr seid doch alles meine Herzchen. Ja. Kurz darauf kommt Jorina wieder und stellt euch jedem was zu trinken hin und für Lisel und für Risa einen Tee und dazu noch etwas Brot, so eine Platte mit Käse und Schinken, und diesmal gibt es sogar ein extra Schälchen, kein Glas, für Cray. Oh. Lasst es euch schmecken. Danke dir. Und sie geht. Dankeschön. Danke. Auffallend freundlich. Ich muss euch erzählen, ich war die ganze Nacht noch wach und habe unten im Keller aufgeräumt. Ich habe leider keine neuen Informationen herausgefunden. Er wollte mir oder konnte mir nichts erzählen. Und ich weiß nicht, ob er von seiner Seite aus irgendwas entdeckt hat, was er schneller versteckt hat, als ich es irgendwie wahrnehmen konnte. Aber so haben wir erstmal unten nichts anscheinbar gefunden. Du bist dir ziemlich sicher, dass er nichts vor dir versteckt hat. Also du bist ja sehr aufmerksam. Und du weißt, er hat nichts vor dir versteckt. Er hat einfach nur die ganze Zeit total grummelig fluchend Zeug von A nach B gesteppt und versucht sauber zu machen. Okay. Sag mal. Und Risa beugt sich so ein bisschen nach vorne. Wie heißt er überhaupt? Das ist eine gute Frage. Darüber haben wir uns jetzt nicht unterhalten. Es war eher ein sehr schweigsamer Morgen. Ja, gut. Dann wird er für immer Barkeeper bleiben. Naja, vielleicht sollte ich ihn gleich nochmal fragen, aber gerade schien es nicht die passende Situation. Er war die ganze Zeit eigentlich nur genervt. Aber ja, vielleicht hat es dazu geführt, dass unser Frühstück noch ein wenig aufgepeppt wurde. Er war ja bis jetzt eher unhöflich. Ja. Und das trotz des großen Trinkgelds, was ihm Valen gegeben hat. Ich habe ihm Trinkgeld gegeben? Ja. Valen, ehrlich. Wie viel? Bestimmt 2 Gold. Das kann er jetzt aber nochmal anrechnen, oder? Nein. Nur weil du kein Mathe kannst. Okay. Warum hast du mir nichts gesagt, als ich gezahlt habe? Ich hab's versucht. Hast du das? Ja. Was hast du gesagt? Ich hab... ich dachte, dir ist das bewusst. Nein, du nicht so viel. Ein bisschen vielleicht. Aber er hat ja auch nichts gesagt, oder? Er wollte mir mehr Geld geben, damit er uns Informationen gibt. Nein. Das habe ich danach oder davor gesucht bei Miranda. Sie ist ja nicht drauf eingesprungen. Oh, Valen. Er hat ja auch nichts gesagt, oder? Nein, aber würdest du etwas sagen, wenn dir das passiert? Ja, sicher.
Wirklich? Ja, klar, ich bin ehrlich. Das gibt sonst nur Probleme. Gut, ja, du hast ihm sehr viel Trinkgeld gegeben. 2 Gold? Ungefähr. Nein, ein bisschen weniger. Fuck. Ich habe auch übrigens keine Gold mehr, also ihr müsst für mich zahlen. Du Trottel! Warte mal, ganz kurze Frage. Wo sind die 2 Gold hin, die Miranda nicht genommen hat? Hast du die verloren? Ja, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, gut. Ja. Ach ja. Aber immerhin, ich schaue so ein bisschen auf ihn und bewege meinen Finger und möchte mit Presti einmal so einen Windzug durch sein Haar machen. Immerhin bewegt sich dein Haar wunderschön, Valen. Also, jeder hat seine Fähigkeiten und Talente. Weißt du, das Witzige daran ist, dass das auch ohne Magie ganz gut funktioniert. Ach so. Vielleicht kann dir Magie aber beim Rechnen helfen, wer weiß. Hm. Ja. Okay. Ja. Und so sitzt ihr da, unterhaltet euch, esst und trinkt. Und es ist sehr entspannt. Also es bleibt auch ruhig im Gasthaus. Die meisten scheinen schon lange gefrühstückt zu haben und ihrer Arbeit inzwischen nachzugehen. Und dann kommt Jorina tatsächlich wieder, wenn ihr fertig seid mit Frühstücken, um alles abzuräumen. Und ja, was wollt ihr dann tun? Na, wer hat Lust auf eine kleine Wanderrunde nach Norden? Ich würde es gerne nochmal, wie gesagt, mit Miranda probieren. Vielleicht kann auch Inrin seinen Charme spielen lassen. Oder Liesel oder Risa. Liesel hat schon wieder angefangen zu stricken. Hat schon gar nicht mehr zu. Liesel, ich glaube, sie hat auf dich relativ entspannt reagiert letztes Mal. Ja. Miranda, die Barfrau. Die andere alte Elfe hier. Es gab noch eine? Ja, da hinten. Und ich zeige auf Miranda. Tja, nette Dame bestimmt. Mhm. Zu dir war sie tatsächlich sehr nett. Und zu den anderen. Sie steht auch tatsächlich immer noch hinten in dieser kleinen Kochnische. Es ist keine richtige Küche, es ist wirklich einfach nur eine kleine Nische und scheint gerade Gemüse zu schneiden. Also? Ich kann mitkommen, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Dann, wenn ihr noch irgendwas nachher bei ihr erfragen wollt, tut das gerne und danach würde ich sagen, wir gehen los. Ja. Rachel, Ashton? Ja, klar. Ja. Ich bin Ashton. Rest unterwegs. Okay, dann gehen wir erstmal. Haben wir alles? Vermutlich, ich ja. Auf geht's. Oh, vielleicht können wir noch bei der Bäckerei vorher vorbei. Die meinte, die hat gute Backwaren. So eine Wegwaffel oder Kekse wäre eine sehr gute Idee. Sind da vorne noch Gratiskekse? Da liegen immer noch Kekse, ja. Ich würde nur ganz kurz an den Tresen gehen. Dann wie so ein Kind, was sich so Sachen vom Tresen mopst, sieht man nur so eine Hand hochkommen. Dankeschön! Und ich würde mir einen Keks nehmen und würde dabei versuchen, einen zweiten für Cray direkt so mit runterzuziehen von dem Teller. No. Jorina würde sehen, dass du so ein bisschen struggles und würde das Tablett nehmen und es dir runterhalten.
freundlich und würde mir die zwei Kekse nehmen, würde mich zu Cray so runterbeugen. Guck mal, für dich habe ich auch wieder einen dabei. Er schnuppert daran und schnappt nach deinem Flügel. Sowas von Diabetes. Und ich würde sofort meinen Flügel wegziehen. Alles. Außer die Flügel. Er schnaubt. Noch so als kleiner Reminder, dass du ihn gerade kurz eingesperrt hast. Hm. Ja. Okay. Und auf dem Weg nach draußen würde Risa noch einmal zur Bar gehen. Wir würden später wieder kommen. Wir würden gern noch ein, zwei Nächte bleiben. Ja. Und ja. Urim schaut dich an. Sicher. Mhm. Klar, wir haben sowieso aktuell keine Gäste, also das passt schon. Passt nur auf euch auf. Ist das normal, dass ihr so wenig Gäste habt? Naja, hast du dich mal umgeguckt? Wie lange habt ihr gebraucht, um hierher zu kommen? Schon einiges. Mhm. Übrigens, ich bin Risa und ich strecke so die Hand hin. Guck dich ein bisschen skeptisch an. Der greift dann deine Hand. Urim, freut mich. Ich wiederhole seinen Namen auch so laut, sodass die anderen das dann so Okay. Auf jeden Fall passt auf euch auf. Ihr seid nicht die ersten Reisenden, die hier vorbeigekommen und nicht wieder aufgetaucht sind. Oh, okay. Wir sind normalerweise ganz gut darin, auf uns aufzupassen, aber danke für die Warnung. Und er nickt einfach nur. Und dann würde ich zurückgehen, würde meinen Rucksack über die Schultern schwingen. Muffins? Brücken? Die anderen wollen nicht. Nee. Gerade nicht. Inrin hat immer noch an diesem Keks zu knabbern. Und wir hatten ja auch gerade Frühstück. Mhm. Wegmuffin. Fair. Okay. Wer den Wegmuffin nicht ehrt. Ihr verlasst also die Gaststätte. Seid voll ausgerüstet, voll ausgeruht, gestärkt für den Tag. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr nochmal, so wie Risa es möchte, zur Bäckerei? Oder, weil ihr eh gerade gegessen habt, eher Richtung Nordtor. Wo gehen wir hin? Ich würde mir einen Wegmuffin holen. Wirklich? Ja? Ihr könnt auch ganz langsam vorgehen, ich jogge euch hinterher. Kein Ding. Also ich esse morgens sowieso nicht so viel. Wir können auch in den Stoffladen und ein neues Kleid oder neue Wolle für Liesel und Risa holen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können uns ja vorher nochmal im örtlichen Theater ein Schauspiel angucken. Naja, also. Ja. Und wir machen dann einfach nächste Woche weiter. Also bei dem Tempo? Auf jeden Fall. Komm, geht vor. Ich renne einmal kurz hin, hole ein bisschen was zu essen. Ich hole ihn auf. Okay, ich gehe voran. Okay, dann schmeiße ich euch mal auf. Ich laufe so hinterher und sag nur, oh, ich war bestimmt schon 70 Jahre nicht mehr im Theater. Also, mache ich das nochmal ganz kurz. Hier ist das Gasthaus. Und ihr seid ja die ganze Zeit um diesen Marktplatz und hier unten ist die kleine Bäckerei. Kannst du nochmal das Gasthaus zeigen, bitte? Hier. Dankeschön. Das ist eckige. Ich würde übrigens lossprinten. Wie viel? Okay. Shaya, wie viele Minuten, wenn man sprintet, braucht man bis zur Bäckerei? Nicht mehr als 5. Okay, alles klar. Und wie viel, wenn man normal geht? So 5 bis 10. Okay. Also wirklich nicht lang. Okay. Es ist alles sehr klein und überschaubar. In Lieselminuten? Eine Stunde. So ja, also das dauert. Tut mir leid. Okay, also. Risa sprintet zur Bäckerei. Tatsächlich ist die Bäckerei diesmal offen.
Ich werde dich jetzt dafür nicht extra auf die Karte ziehen. Ich glaube, das ist gut, ja, oder? Extra auf die Karte. Nee. Mhm. Ich will einfach so eine Tüte Backwaren. Mhm. Und tatsächlich, wenn du den Laden betrittst, kommt dir schon dieser frische Brotgeruch entgegen. Alles ist sehr süßlich auf jeden Fall. Also du merkst, du bist hier definitiv richtig und hier ist alles frisch. Die Gnomen, die du schon heute Nacht gesehen hast, wuselt so ein bisschen hinter ihrer kleinen Theke hin und her, macht gerade so den Aussteller bereit und füllt gerade noch ein paar Brötchen auf. Und als sie dich sieht, ist so, oh, guten Morgen. Guten Morgen. Freut sie sich total, dich wiederzusehen. Ich hoffe, der Rest ihrer Nacht war etwas weniger gruselig. Ach ja, ich habe noch mal ein bisschen geschlafen und als ich wieder aufgewacht war, waren die Stimmen weg. Also alles gar kein Problem. Wunderbar. Habt ihr eure Freundin gefunden? Noch nicht. Wir wollen sie suchen gehen, aber ich wollte etwas Wegzehrung mitnehmen. Wonach dürstet es dir? Irgendwas Süßes. Oh, was Süßes. Süße Brötchen. Ah, ich habe meine bezaubernden Muffins oder ich habe feurige Zimtschnecken. Ansonsten haben wir auch noch die kichernden Donutbällchen. Alles sehr lecker. Von allem eins? Einmal in so eine Tüte? Von oder? Allem eins? Okay. Oder zwei. Zwei Stück von jedem. Zwei? So. Oh. Ja. Also, du hättest gerne zwei bezaubernde Muffins. Ist dir egal, was es kostet? Also, wenn ihr mir einen kleinen Nachlass geben wollt, bin ich nicht böse. Persuasion. Wie versuchst du, sie zu überzeugen, dass sie dir einen Nachlass gibt? Wir wollen jetzt nach unserer Freundin suchen gehen und ihr habt mir eure Backwaren so angepriesen. Da dachte ich mir, die können nur gut sein. Oh, das ist ja schön, mein Ruf eilt mir voraus. Mhm. Mit Persuasion. 19. That's not bad. Die wichtigen Dinge funktionieren. Sie guckt dich an. Packt gerade so zwei Donutbällchen, zwei Muffins und zwei Zimtschnecken ein. Also normalerweise würde ich jetzt so... Na, lass mich kurz rechnen. Mathe ist nicht meine Stärke. 4 Gold dafür nehmen, aber für dich... für 2. Ich würde ihr 2 Gold geben und würde die Tüte nehmen. Ich werde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Oh, aber bei den feurigen Zimtschnecken... am besten nicht in der Gegenwart von jemandem niesen. Das hat schon zu dem ein oder anderen Unfall geführt. Oh. Danke. Wehr mich bitte bald wieder. Vielleicht sehen wir uns wieder hier. Schönen Tag noch. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Suche nach eurer Freundin. Danke, brauchen wir wahrscheinlich. Und ich packe das in meinen Rucksack und... gehe so aus der Tür, winke und sprinte in Richtung Nord. Was machen die anderen in der Zwischenzeit? Nach Norden gehen. Ja, zum Nordtor gehen. Langsam und dann schon mal... Ich würde schon mal schauen, ob irgendwas Auffälliges ist. Ob vielleicht irgendwo jemand eine Schneise im Gebüsch zurückgelassen hat über die Nacht. Oder ob da reges Treiben ist oder komplett tote Hose gen Norden. So einfach mal so ein bisschen die Lage überprüfen. Also, das ist allgemein recht reges Treiben. Ihr hört auch, dadurch, dass ihr ja sehr nah auch am Markt seid, hört ihr auch das ganze Marktgewusel. Also ihr hört die Stimmen der Händler, wie sie um ihre Ware feilschen, wie die Leute von A nach B laufen, ne, weil sie ja irgendwelche Besorgungen machen müssen. Und Richtung Norden wird's ruhiger. Weil es scheint, als würde sich die Hauptmenschenmenge oder Stadtbevölkerungsmenge wirklich am Markt zentrieren. Das Tor ist offen. Das siehst du von weitem schon. Tja. Während wir so zu dem offenen Tor gehen, würde ich nur anmerken, ja gut,
dass das Tor offen ist, das hätte man sich eigentlich denken können, wenn es sogar über Nacht offen war. Ah, diesmal ist das Sperrangel weit offen. Also beim letzten Mal war es nur angelehnt. Ah, okay. Wozu haben die eigentlich überhaupt noch eine Stadtmauer und Tore, wenn hier nicht mal jemand Wache hält oder ähnliches? Es scheint ihnen ja egal zu sein, wann hier wer ein- und ausgeht. Besser für uns. Ja, das stimmt natürlich. Okay, ich denke, Risa ist sehr schnell zu Fuß. Sie holt euch auf jeden Fall ein. Mhm. Wo wollt ihr hin? Wo wollen wir hin? Also, der Anhaltspunkt mit den meisten Informationen war die Mine. Dort wurde gesagt, dass da der Ring zu finden ist. Oh, ich dachte, wir gehen erstmal nach Norden und suchen Spuren von Eliza. Sicher. Das heißt, wir folgen einfach den Weg, gucken nach Spuren und vielleicht finden wir ja was. Los geht's. Ich würde sagen, wir lassen Crane nochmal überprüfen, ob er ähnliche Dinge sieht wie letzte Nacht oder ob sich etwas verändert hat. Ja, wir können ja alle suchen. Gerne. Einmal auf Perception. Ich will wieder riechen. 4. Selbstverständlich. Bitte riech. 16. 16. Du darfst mit Crate zweimal, ja. Also, auf Advantage. Oh mein Gott. Okay. Ihr lauft durch das Tor und schaut euch dabei ziemlich genau um. Cray, Risa, Ashen und Inlan, ihr seid euch sicher, hier ist vor kurzem jemand vorbeigekommen. Also mindestens eine Person, wenn nicht sogar zwei, drei mehr. Also es sind schon Spuren auf dem Boden zu sehen. Die Erde ist inzwischen getrocknet. Es hat ja die letzte Nacht nicht weiter durchgeregnet. Das heißt, es sind nur noch so staubige Spuren. Ihr könnt jetzt nicht wirklich ausmachen, ob Eliza hier vielleicht langgelaufen ist. Aber es sind definitiv Personen raus aus dem Tor Richtung Norden. Richtung Kirche oder Richtung Mine gelaufen. Rieche ich, Eliza? Nein. Sehen wir schon irgendwas in der Distanz? Ja, ihr seht definitiv direkt, also das heißt, wenn ihr aus dem Tor rauskommt, seht ihr auf eine große Bergkette, sowohl links als auch, die erstreckt sich über den kompletten Horizont. Und wenn ihr quasi direkt geradeaus guckt, seht ihr eine riesige, verfallene Kirche, die komplett einmal umzäunt ist. Wenn ihr weiter Richtung Norden schaut, ein bisschen weiter so nordöstlich, seht ihr in der Ferne schon Mineneingänge. Glaubt aber, ihr braucht bestimmt so ein Stündchen, um bis zu den Minen zu kommen. Hätten wir doch die Leute auf dem Marktplatz befragen sollen, ob sie irgendwas mitbekommen haben. Das sind ja auch die Anwohner der anderen Häuser. Ach, lass uns einfach nach Norden gehen und vielleicht sehen wir irgendwas bei der Kirche. Wer weiß. Ja, Kirche, dann Minen? Genau, wir laufen an der Kirche vorbei. Wenn die Spuren dort aufhören, schauen wir uns in der Kirche um. Ansonsten weiter zur Mine. Na los. Na dann. Okay. Und bevor ich euch auf die Kirchenmap ziehe, würde ich sagen, machen wir hier unsere Pause. Okay. Sehr gut. Ja. Bis gleich. Dann bis gleich. Bis gleich. Diese Gruppe, hey, sie ist abgehauen. Okay, erstmal eine Runde schlafen. Hey, da könnten Dorfbewohner sein. Nee, lass mal direkt zur Kirche. Das ist grandios. Risa wäre mitgegangen gestern Nacht, aber hier die ganzen Leute mit Spellslots. Zu viel Angst. Schön.
Aber ich habe vergessen, wie sehr eine Perücke anfängt zu jucken nach einer Zeit lang, wenn man sie aufhat. Ich will die ganze Zeit meine Kopfhaut kratzen. Das kann ich tatsächlich gut ignorieren. Ich muss nur aufpassen, dass es hier oben nicht wehtut irgendwann, weil manchmal drückt das ja sehr und du kriegst Kopfschmerzen, wenn auch dein Perücken-Cap da drunter ist. Aber es sieht mega schön aus. Es ist voll die schöne Wig. Richtig cool. Kannst auch Siri mitmachen oder so. Ja, true. Ich habe vorhin auf Instagram was in meiner Story gepostet. Ich habe, glaube ich, schon dreimal Daenerys Targaryen-Vergleich bekommen. Oh, true, ja. Zöpfe rein und ab geht's. Ich glaube, dafür ist hier ein bisschen zu silber, weil die ist schon wirklich sehr grau. So. Ah. Ich glaube, meine Wigcap ist mir hier hinten reingerutscht. Ah, okay, ja. Stimmt, wo du es sagst. Ja. Aber ich bin sehr happy damit. Ich hab von diesem Wig-Shop noch nicht bestellt gehabt und ich habe ein Gamble gemacht. Magst du sagen, wie der heißt? Falls du das gerade weißt. Warte mal, ich habe die andere hier noch liegen. Her Wig Claws. Also ihr Perückenschrank. Her Wig Closet. Erstmal merken. Abchecken. Ich habe noch eine in so Burgunderrot, habe ich mir noch eine geholt. Das klingt auch mega schön. Also ein bisschen wie dein Oberteil? Bisschen wie dein Oberteil? Ja, genau, so ein bisschen hier in der Richtung. Aber ich mag auch, also erstens mal, dein Make-up heute sieht mega hübsch aus und die Öhrchen sind okay. Dankeschön. Ja, wenn ich das in groß mache, dann siehst du, dass es heute mega patchy ist, weil ich dachte, es wäre eine gute Idee, grau und weiß direkt zu mischen. Ja. Immer wieder neu zu mischen, ergibt nur Patchy-Töne. Aber ja, ein kleines gut. Das habe ich mir, das ist halt wie gesagt, das habe ich hier mir mit dem Ansatz auch gedacht. Ein kleines ist, interessiert niemanden. Okay, hole ich mir auch nochmal kurz einen Snack. Same. Ich glaube, ich werde das jetzt immer so machen, dass ich mir an einem Dienstag und an einem Samstag jeweils Essen koche, von dem ich dann am Folgetag noch essen kann, weil ich an einem Sonntag und an einem Mittwoch immer recht viel zu tun habe. Und dann kann ich nach den Streams einfach entspannt essen, ohne kochen zu müssen. Das ist clever. Das ist heute nämlich der Fall. Ich kann mir das einfach nach dem Stream warm machen. Und das ist sehr angenehm. Ah ja. Schauen wir mal, was wir in der Kirche entdecken, hey? Hallo. Na? Hallo. Die Musik ist heute echt, die ballert. Schon die ganze Zeit am Mid-Jam unterm Tisch. Ich dachte, dafür sind Lieferdienste. Das ist geil, eigentlich keine andere als letzte Male. Auf Dauer. Vielleicht kriegt sie mich heute einfach mehr. Nice.
Mache ich unter der Woche während Arbeit für mich auch oft so, oder? Ich glaube, ich werde mir das angewöhnen. Vor einem D&D-Tag. Was hast du dir angewöhnt? Ich denke, ich werde mir angewöhnen, dass ich mir vor einem D&D-Tag, also jetzt beispielsweise an einem Dienstag oder an einem Samstag, Essen koche, dass ich auch, von dem ich zweimal essen kann, also jeweils Mittwoch und Sonntag nochmal, damit ich mir nach dem Stream das Essen nur noch warm machen muss und nicht nochmal eine Stunde in der Küche stehe. Suddenly Boss Music? Ja, die muss ich rausschmeißen. Die ist etwas. Ja, aber die fängt so dramatisch an. Ich mag den Song per se. Ich mag den. Weil der dann so, ne, vibey wird, aber der fängt so dramatisch an, obwohl das ja gerade, also, obwohl es gerade nicht dramatisch ist. Ja, aber es sind ja nur 5 Sekunden. Dum, dum, dum. Da wird man wenigstens wach bei. Richtig mit Viben. Hat uns Leslie eigentlich einen Ersatz dagelassen? Hm. Ja! Das ist Ersatz-Relaxo. So cute. So sieht Cray irgendwann aus, wenn er weiter Kekse kriegt. Wie lange machen wir heute eigentlich? Ich hätte ja gedacht, bis um 8. Bei mir ist 19:15, 19:30. Oh. Ja. Sorry, okay. Ich wusste nicht, dass wir heute so lange machen wollen. Oh ne, alles gut, dann weiß ich das jetzt und dann gucke ich mal, wo ich einen Cut setze. Ist immer 4 Stunden, oder? Yeah. Achso, das passt gar nicht, dann nicht. Ich hatte halt 3 bis 4 Stunden im Kopf. Yeah. Ich plane lieber länger, also, you know, als zu kurz, falls das Sinn ergibt. Ja. Aber yeah, good to know. Alles gut, dann machen wir es so.
Dann versuche ich die Zeit im Blick zu behalten. Dann würde ich vorschlagen, seid ihr alle wieder da? Alle ausgerüstet mit Snacks? Mhm. Okay. Dann schmeiße ich euch tatsächlich direkt auf eine neue Karte, weil ihr da ja dran vorbeikommt. Ja. Ihr begebt euch aus dem Dorf raus, lauft ein paar, naja, ich würde schon sagen mehrere Minuten, eine Viertelstunde, halbe Stunde. Und diese große Kirche, die ihr aus dem Tor heraus direkt schon gesehen habt, kommt mit jedem Schritt immer näher. Sie ist wirklich nicht weit weg. So ein halbes Stündchen später steht ihr direkt vor einem riesigen, zerfallenen Gebäude. Also, dass die Mauern sind sehr brüchig, ihr seht überall Schutt herumliegen. Und was auch sehr auffällig ist, ist, dass es komplett eingezäunt ist. Ihr wolltet euch, zumindest habt ihr das gesagt, nach Spuren umsehen oder möchtet ihr noch was anderes machen? Was ist das für ein Zaun? Das ist ein Eisenzaun. Wie hoch ist der? Der sieht tatsächlich, der ist schon so gut 3-4 Meter hoch. Hm. Und der sieht auch tatsächlich im Vergleich zu der Kirche neu aus. Gut. Wie robust ist der so? Ist das so ein Maschendrahtzaun oder so ein solides Eisen? Okay. Ist der spitz zugehend oben? Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, du hast oben immer wieder solche Pfeile, sag ich mal, so pieksende Pfeile, sag ich. Mhm. dass du nicht einfach dich oben draufsetzen könntest oder so, außer du stehst auf den Schmerz, dann ja. Aber, Okay. Tja. Was wollt ihr tun? Hier stehe ich jetzt vor dieser Kirche, nachdem ihr ein bisschen gelaufen seid. Erstmal kurz umhören, ob da vielleicht irgendwer auf der anderen Seite des Zauns ist. Hört ihr irgendwas? Wie sieht's mit den Spuren aus, denen wir ja so ein bisschen gefolgt sind? Sind die hier noch? Gehen die weiter? Lass mir gerne einen Perception-Wurf geben. Achtzehn. Nice. Du schaust dich um. Hier sind Fußspuren, aber die sehen nicht so frisch aus. Du hast das Gefühl, es ist lange her, dass das letzte Mal jemand hier gewesen ist. Also, und ich zeige so ein bisschen auf die Spuren. Ich glaube nicht, dass Eliza hier letzte Nacht lang gelaufen ist. Die scheinen mir etwas älter hier. Sollen wir uns trotzdem kurz umschauen? Wo wir schon mal hier sind? Ach, so ein bisschen Kirchenschändung. Wieso denn? Ich glaube, wir haben schon Schlimmeres gemacht. Wir besichtigen. Also ich glaube, die Kirche, die hatte schon andere Gründe, warum sie jetzt nicht mehr so aussieht. Dass wir jetzt hier reingehen, macht bestimmt nicht mehr so den Unterschied. Welcher Gottheit ist diese Kirche gewidmet? Gib mir einen Religion-Check. Auf. Okay, nochmal. 20. Ui. Du schaust dir diese Kirche an. Gehst so ein bisschen am Zaun entlang. Es ist sehr schwer auszumachen, zu welcher Gottheit diese Kirche gehört. Dadurch, dass das alles schon sehr alt ist, alles sehr zerfallen ist und auch sehr, ich sag mal, morsch aussieht, bist du dir nicht ganz sicher.
Also ich weiß nicht, zu wem diese Kirche gehört. Nein. Müsstest dich eher drin umsehen und nach göttlichen Symbolen Ausschau halten, denn von außen ist es echt schwer zu erkennen. Wollen wir mal einen Eingang suchen? Sicher. Können wir tun. Kann Inrin nicht einfach rüberfliegen? Ich wollte gerade schon sagen. Eigentlich sollte er das können, ja. Während alle jetzt hier gerade so außen am Zaun sind, würde ich warten, bis die Leute so ein bisschen weitergelaufen sind und würde dann über den Zaun fliegen. Mhm. Darf ich nicht? Ich zieh dich rüber, du darfst drüber fliegen. Also du kannst drüber fliegen. Und würde dann innen so ein bisschen langlaufen. Ich schau mal von innen, ob ich vielleicht irgendwo ein Tor am Zaun finde. Okay, sag einfach Bescheid. Kann Cray dir so ein bisschen hinterher fliegen? Klar. So. Jetzt. Okay, ihr zwei schaut euch um, latscht einmal oder fliegt einmal um dieses verfallene Gebäude drumherum. Kein Eingangstor in Sicht. Also für den Zaun. Also es wer den Zaun gebaut hat, wollte nicht, dass nochmal jemand in diese Kirche kommt. Oder hat keine Lust auf Türen und klettert lieber über Stacheln. Wieso? Du hast kein Tor gefunden? Nein, aber die Bäume stehen nah. Vielleicht könnt ihr da drüber über den Zaun klettern. Kein Tor? Wer hat die Kirche... Das habe ich noch nie gesehen. Ja gut, dann gibt es Fenster? Kannst du mal reingucken? Ich kann mal schauen, ob ich hier durch die... Ja, ich kann... Also du siehst auch hier ein Fenster, da ein Fenster und natürlich die ganzen, Da drin sieht's ziemlich leer aus und alles ziemlich zerstört. Ein alter Tisch mit ein paar Büchern. Aber ansonsten alles relativ verfallen und unspektakulär. Hier hinten ist dann nur eine Tür in die Kirche, aber nicht durch den Zaun. Tja. Höchst verdächtig. Ist auf jeden Fall seltsam. Ja, als würde irgendjemand versuchen, uns jeden aus der Kirche rauszuhalten. Sieht doch schon ziemlich baufällig aus. Okay, schauen wir mal, ha? Ich kletter den Baum auf. Cray übermittelt mir lieber so ein Bild von dem Stein da oben, den er gerade erkundet hat. Ich so, wir können auch versuchen, auf den Stein zu klettern und darüber dann über den Zaun zu gelangen. Die Bäume hatten wir jetzt nicht so viel Glück mit. Nee, Bäume, ich weiß nicht. Möchte Valen trotzdem den Baum hochklettern? Ja, klar. Dann gib mir mal einen Acrobatics oder Athletics Check, ob du da ohne Probleme hochklettern kannst. 15. Ja, also gar kein Problem. Der Baum ist relativ dicht und du findest leicht irgendwelche Äste, die dein Gewicht problemlos halten. Das heißt, du kannst dich ohne Probleme auf die Höhe des Zaunes ziehen und könntest dich dann drüber fallen lassen. Mhm. Problemlos? Wie hoch ist das? Das sind so 3 Meter. Ah ja, das geht ja. Also. Klar, dann springe ich einfach auf der. Also lasse ich mich einfach auf der anderen Seite fallen. Auf jeden Fall. Irren! Ja? Gibt es innerhalb des Zauns Bäume, mit denen man wieder auf die andere Seite rüberkommt? Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Aber das ist ein Problem für später. Dafür könnten wir dann wirklich den Stein nehmen, den Ashen angesprochen hat. Der sieht ziemlich gut aus, der scheint über den Zaun zu ragen. Wenn du da nicht auf die Höhe kommst, ist es auch egal. Das ist richtig tatsächlich. Da hinten ist ein sehr glatter Stein. Also es ist schon schwierig, würde ich sagen, da einfach drauf zu klettern. Aber der ist hoch genug, um, wenn man drauf geklettert ist, über den Zaun drüber zu klettern.
Ich gucke Valen durch den Zaun an. Ich meine, ihr könnt schweben. Könnt ihr auch wieder über den Zaun zurückschweben? Gar kein Problem. Perfekt. Ja, was machen Lisel, Ashen und Risa? Wollt ihr auch versuchen? Ich glaube, ich bleibe hier. Aber viel Spaß euch. Risa, was willst du? Machen. Ich auf dem Boden das. Ist der Zaun relativ baufällig vielleicht an irgendeiner Stelle? Nee. Der Zaun selber ist sehr neu. Also im Verhältnis zur Kirche. Gib mir mal einen Perception-Check. Haben die den einfach danach hier? Ja. Okay. Eine 15. Okay, du schaust dich um und was dir tatsächlich auffällt ist, dass hier hinten, wo der Stein ist, da scheint es tatsächlich unterm Zaun drunter zu gehen. Es ist keine riesige Lücke, die wird vom Stein so ein bisschen gut versteckt. Das heißt, man müsste sich da so ein bisschen durchquetschen, aber da würde es drunter durchgehen. Und Inrin würde sich kurz so ein bisschen bücken und da durchlaufen, weil für mich müsste das ja jetzt nicht so das Problem sein, oder? Die Lücke. Gar kein Problem. Für dich sowieso nicht. Okay. Für dich sowieso nicht. Und Inrin würde nur durch die Lücke laufen. Also, wenn ihr euch ungefähr auf meine Größe zwängen könnt, könnt ihr auch hier hinten durch den Zaun. Hier scheint ein Loch zu sein. Würde ich da mit allem durchkommen, was ich so bei mir dabei habe? Also die Axt und das Schild und so? Also du müsstest das Schild zumindest ablegen und vielleicht vor dich herschieben oder hinter dir herziehen. Du müsstest auf jeden Fall auf alle Viere runter und drunter durchkrabbeln. Du müsstest deine Ausrüstung auf jeden Fall danach oder davor vor dir wegschieben oder hinterherziehen. Dann würde das gehen. Mit Ausrüstung eher nicht, nee. Okay, dann würde ich das aber machen. Willst du das Schild vielleicht rüberwerfen? Okay. Okay, dann... Möchtest du das Schild fangen? Kommt drauf an. Gib mir mal einen Strength-Check. Wie viel wiegt das Schild? Wie viel wird so ein Schild wiegen? Das ist eine gute Frage. Es ist ein großes, solides Metallschild, ne? So... Das wiegt schon ein bisschen was. Aber wir wissen ja, Liesel ist strong. Ja, ja. Aber ist Valen auch strong? Achso. Aber du darfst es gerne drüber werfen, aber ich brauche dafür einen Strength-Check von dir. Gar kein Problem. Mit einer Leichtigkeit. Als würde das gar nichts wiegen. Wirst du es einfach ohne Probleme über diesen Zaun drüber. Hui. Möchtest du es fangen, Valen? Ansonsten würde es dir vor die Füße fallen. Wirkt das mehr so 2 Kilo, mehr so 3 Kilo? Es wiegt eher so 10 Kilo. 10 Kilo? Ich würde auch sagen, 10, 15 vielleicht. Ach du Scheiße, wie trägst du dieses Schild ab? Okay, ja gut, ich stehe da. Warte. Sehe diesen Mörsereinschlag auf mich zukommen von Schild. Und mache einen Schritt zurück. Okay, Moment. Ich korrigiere. Es wiegt 24. Nee, gar nicht, doch nicht. Nee, alles gut. Ich dachte, ich habe mich verguckt. Es wiegt eher so 5 Kilo. Nehme alles zurück. 5? Ja. Also doch nicht so viel. Ich musste gerade LBS in Kilo umrechnen. Also es sind ungefähr eigentlich so 3, aber ich finde 5 witziger für die Elfe. Also 5. Mhm. Okay, wenn es 5 wiegt, dann gucke ich erst, überlege kurz. Und würde zumindest mal meinen Finger heben und etwas Wind unter die Unterseite des auf mich zukommenden Schildes zaubern, sodass der Flug abgefangen wird. Und ich kann mit Gast bis zu, ich glaube, 5 Pounds, also um die 2, 2,5 Kilo oder so, tragen. Das heißt, es wäre vielleicht
dazu imstande ist, einigermaßen abzufangen. Und dann mache ich trotzdem einen Schritt zurück. Aber eventuell fängt es den Einschlag ab. Ansatzweise. Es knallt dir also nicht vor die Füße, sondern es geleitet. Genau, ihr seht, ich versuche es mit Wind aufzuheben und ihr seht, dass es wirklich anstrengend ist. Und in dem Moment, wo ich merke, okay, das ist ein bisschen schwerer, mache ich diesen Schritt zurück und... Und dann macht es trotzdem noch mal so ein schepperndes Geräusch, als es dir vor die Füße fällt. Ich habe versucht, es so gut wie möglich abzufangen. Es ist etwas zu schwer gewesen, Lisa. Ist es auf der Kissenseite gelandet? Ich gucke nach unten. Auf welcher Seite ist es gelandet? Ist nicht auf der Kissenseite gelandet. Ist okay, danke schön. Und ich gehe so in die Knie und krabbel los und es dauert ewig und alle bereuen, dass sie nicht vor mir durch das Loch durchgegangen sind. Ich gehe schon mal zum Loch und reiche dir so eine Hand. Oh. Vielen Dank, Herzchen. Ach, gar kein Problem. Mist. Kleiner Einwurf übrigens. Also ich wusste vorher gar nicht, dass hier steht, wie viel die Sachen wiegen. Und ich habe gerade nachgeguckt und meine Chainmail wiegt allein schon 25 Kilo, die ich die ganze Zeit trage. Ja. Also ja. Gut. Auch gut zu wissen. Und war so, oh. Bist strong. Wenn Liesel einfach normale Klamotten anhängen hätte, wäre sie einfach normal schnell. Es ist wie, wie heißt der Lee, Rock Lee aus Naruto, wenn er die ganzen Gewichtssachen ablegt. Okay. In einem Schneckentempo krabbelt Liesel durch diese Lücke und kommt auf der anderen Seite an. Wie sieht's mit Ashen und Risa aus? Gruppenzwang. Nach dir. Alles klar. Ich zwänge mich ebenfalls so zwischen die Lücke. Mhm. Eventuell kriegt die Lederkombi so ein, zwei Risse ab. Beziehungsweise nicht Risse, aber so ein bisschen Schramm einfach, weil ich an einer Stelle vielleicht so ein bisschen gerade hängen bleibe. Nichts Dramatisches. Aber Spuren sind zu sehen. Und du bist auf jeden Fall ein bisschen dreckig, weil du gerade durch Erde gewartet bist. Mhm. Ich schieb meinen Rucksack hinter Ashen her. Ja. Und dann würde ich auch durchkriechen. Sure. Please do. Bitte, aber nachdem ich gerade so Probleme mit dem Aufstehen hatte, mein Schild hochheben, als wäre es nichts. Zieh dich mal einmal auch hier rüber. Ja. Lisa. Und Warte kurz und dann versuche ich dir mit Wind die Erde abzutragen, damit du wieder sauber bist. Und das funktioniert auch ohne Probleme. Die Erde ist nämlich nicht mehr nass, ist also nur oberflächlich. Klar, ein paar Flecken bleiben zurück, aber dieser ganze oberflächliche Matsch, der ist jetzt den hast du mit dem Wind einfach davon getragen. Dann würde ich das gerne bei Risa und mir auch machen. Das ist eine gute Idee. Und halt über Presti dann wieder. Klar, das gar ist kein Problem. Danke. Ich greife in meinen Rucksack und halte dir so die Tüte in einmal die Hand rein und gucken, was du rausziehst. Oh, Glücksspiel! Innenrennen! Ja. Dann müssen wir ihm wohl den Vortritt lassen. Nein, und ich dreh mich so zu Ashen. Du hast mir geholfen. Oh! Okay, okay, ich greife in deinen Beutel herein. Okay, immer ein D6. Ich muss das doch noch üben. Achso, warte, das war mit Slash, oder? Ja, ansonsten hast du unter dem Chat auch diese Würfelsymbole. Da kannst du auch einfach draufklicken. Oh, wie entspannt. Okay. Und dann einfach Enter und dann kannst du ein D6 würfeln. Okay, nee, never mind. Ich bin... Stopp. So. Eine, zwei. Du greifst also einmal in Risas Brötchentüte, nenne ich das mal, rein und ziehst eine Zimtschnecke raus. Oh.
Pass auf, das sind die feurigen Zimtschnecken, die sollten vielleicht nicht in die Nähe von Cray. Warum heißt das? Das im Chat der Name. Oh! Oh! Was? Guck mal in den Chat. Oh! Oh! I remember! Also. Da war ein Abend, ich kann wo das wir erklären, okay? Okay, Storytime. Ich wusste noch nicht, wie ich meinen Charakter nenne an dem Abend, wo ich den mit Shire erstellt habe. Das war dann so erstmal der Übergangsname, der Codename, der Deckname. So hieß auch ein Character Sheet, also. Genau. Vermutlich deswegen, aber ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade hier prockt und nicht der andere Name, aber okay, gut. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe es gerade geändert. Namen vertauscht, das passiert nee, halt. Ja. Ja, ne? Ja, gut. Ich glaube, hier ist eine Tür. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Ich verstaue die Zimtschnecke erstmal in meinem Rucksack. Danke dir, Risa. Sehr, sehr lieb. Ihr steht jetzt auf der anderen Seite des Zauns und vor euch ist eine augenscheinlich verschlossene eiserne Tür. Was wollt ihr tun? Inrin, wolltest du nicht noch in die Tüte packen? Ja, jetzt wo du es so sagst, ich meine, Glücksspiel und Süßigkeiten. Dürfte ich? Ja, okay. Und ich würde auch mal in die Tüte greifen. Gib mir einen der sechs. Eine vier. Mhm. Du ziehst ein kicherndes Donutbällchen raus. Was ist es? Ein kicherndes Donutbällchen. Ich habe noch nichts davon probiert. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Wieso heißen die so? Weil ich nicht. Oh, warum heißt das kicherndes Donutbällchen? Ich fäng so an zu lachen, wenn du es isst. Iss mal! Ich würde es ganz vorsichtig beäugen und würde ganz vorsichtig reinbeißen. Gib mir einen Wisdom Saving Throw. Hab ich schon gekauft. Der triggert jetzt erstmal Taschas. Ich sag's dir. Ich wollte gerade sagen, das sind Taschas Bällchen. I ate Taschas Balls. 15. Oh mein Gott. Du beißt in das Bällchen rein. Und du hast so, es ist sehr süß. Es ist sehr fluffig. Also, dir ist sehr klar, du hast da auf jeden Fall eine hochwertige Ware vor dir. Und du weißt da rein, kaust so ein bisschen und dich überkommt so ein bisschen das Gefühl, dass du gleich kichern müsstest. Kannst aber dagegen ankämpfen. Ich würde nur so ganz leicht so vor mich hin, ganz kurz kichern. Also. Also, wo auch immer du das her hast, wir brauchen mehr davon, das ist echt lecker. Und ich würde mich grinsend zu Waylon drehen. Möchtest du auch ein bisschen? Klar. Du musst dir vorstellen, das sind ja wirklich nur Bällchen, die sind nicht riesig. Das heißt, also, wenn Waylon auch noch einen Bissen isst, dann ist es weg. Nun, das ist so. Okay, dann gib mir bitte auch ein Wisdom Save. Vier. Auch du merkst, es ist sehr süß, sehr fluffig, super lecker. Das schmeckt und wirklich gut. Du hast auf einmal richtig gute Laune. Und findest irgendwie alles lustig, was du siehst. Guckt euch mal diese Scheißtür an, wie albern die ist. Hat die eine Klinke? Wisst ihr noch, als wir die Tür gefunden haben ohne Klinke? Komme ich immer noch nicht drauf klar. Hat die eine Klinke? Also,
Die hat eine Klinke. Also nicht per se eine Klinke, sondern sie diese. Erkennst du diese Ringe, an denen du ziehen oder drücken kannst? Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich versuche einfach mal also, aufzuziehen. Also eine halbe Klinke, ja. Ja, ich ziehe einfach mal auf. Ziehst? Ja, ja. Nichts passiert. Hallo! Knopf. Was ist denn jetzt mit dem los? Also ich glaube, ihm hat dieses Bällchen sehr gut geschmeckt. Ich muss da auch sagen, ist das so ein... ich fand's schon ziemlich amüsant, den Geschmack. Ist das so ein, ist dieses Klopfding vielleicht an so einem Löwenkopf oder irgendwie sowas? Nö. Sehr schlicht. Dann klopfe ich einfach ein paar Mal rum, rum, hau den Ring dagegen. Klopfst. Keine Antwort. Was auch immer du dir erwartet hast. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber da ist keiner drin. Valen, kennst du diese Türen, wo manchmal dran steht, drücken, aber du ziehst trotzdem? Willst du vielleicht mal versuchen zu drücken? Ich drück mal. Ich drücke. Die Tür geht auf. Du bist ja wirklich clever. Aus Friedensbruch, hallo, ich geh rein. Damit die Tür sollte ja, ich wollte schon sagen, sollte ja raufkriegen. Ja, mit einem lauten Knarzen, die Tür braucht definitiv langsam mal wieder Öl, geschwingt die Tür auf. Und ihr betretet eine sehr zerstörte Kirche. Gegenüber von der Tür steht eine, ich würde sagen, Art Engelsstatue, vielleicht eine göttliche Statue. Schaut euch um. Überall sind verschiedene Vasen, sind kaputte Bänke. Sieht alles, ja, sehr lang verlassen aus. Oh, wow. Seht ihr, Leute, das hättet ihr auch im Mausoleum haben können. Ja, nur, dass es jetzt hell draußen ist und ich was sehe. Kann ich schauen, ob ich hier beim Altar was looten kann? Das Haus Friedensbruch jetzt, das macht ihm Stahl. Du, gib mir mal einen Investigation-Wurf. Hier. Oh nein. Oh nein. Oh. Also, ich weiß, ich hätte eine Brille gebraucht. Du, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Blindfisch, tastest du auf diesem kaputten Altar rum, aber bis auf Holz fühlst du irgendwie nichts. Okay. Ich würde mir diesen Steinkreis hier auf dem Boden mal anschauen. Sagt ihr mir irgendwas? Ist tatsächlich nicht auf dem Boden, das ist so eine Art Weihbecken, wenn man so möchte. Ist da Wasser drin? Da, nee. Aber da wird früher bestimmt mal eine Flüssigkeit drin gewesen sein. Okay. Aber wenn du möchtest, darfst du mir trotzdem einen Religion-Check geben. Wobei, du bist nicht so göttlich verankert, ne? Das wäre dir eher auf Disadvantage, weil du hast keine Ahnung von Göttern. Disadvantage mal wie? Alt, glaube ich, oder? Ja, Steuerung... Ich glaube Steuerung. Steuerung? Wenn Steuerung nicht geht, dann alt. Oh Gott. Okay. Oh nein. 14. Ey, actually trotzdem noch nicht schlecht. Also, du schaust dich so ein bisschen um. Und du hast das Gefühl, dass dir in Karan dieses Zeichen bzw. diese Gottheit schon mal über den Weg gelaufen ist. Beziehungsweise was ist die Gottheit selber, sondern du hast davon schon mal gehört. Diese Kirche scheint Inera gehört zu haben. Wie? Inera. Okay. Weiß ich auch, was das für eine Gottheit ist, oder kenne ich nur den Namen? Sie steht für Ordnung.
Okay. Mehr fällt dir jetzt aber dazu leider nicht ein. Also, erst hatten wir diese komischen Chaosanbeter da draußen im Wald und jetzt eine Kirche der Ordnung von Inera? Gegenteiliger könnte das Ganze gerade gar nicht sein. Seltsam, wirklich. Tja. Elend, dein Kichern lässt langsam nach. Okay. No. Ihr schaut euch... Okay. Ich fand's nur witzig, weil hier alles so unordentlich ist. Okay, Jungs. Ihr schaut euch weiter um und seht, dass links hier und rechts von euch Vorhänge sind. Der eine ist super ausrangiert und hier seht ihr, dass eine Treppe runterzugehen scheint. Allerdings ist die komplett verschüttet. Diese hier? Mhm. Okay. Und das hier war was? Das ist, das Ganze sieht ein bisschen ordentlicher aus, sag ich mal. Du siehst nur den Vorhang. Okay, dann zieh ich den zur Seite. Mit Wind. Und dahinter eine weitere Treppe, die aber nicht zugeschüttet und heruntergekommen aussieht. Sieht so aus, als ob es hier runtergeht. Wollen wir mal? Oh ja. Ich will den Keller. Vielleicht will Ashen vor? Das ist doch dein Ding, oder? Okay. Okay. Können wir machen. Tür zu. Guck die anderen an. Ich gehe mal hinterher. Ja. Liesel, wollen wir? Oh, also... Dir so eine Hand anbieten, wieder so von unten versuchen zu schützen. Geht man nicht zu weit? Oh, Leute, ich glaube, wir haben ja doch ein Problem. Nee. Ist das da eingestürzt? Ja. Nee, das ist eine sehr offensichtliche Falle. Ja, es ist eingestürzt, Balen. Okay, dann sag ich das doch. Architektonische Freiheit. Okay, ihr geht langsam die Treppe runter und es wird definitiv dunkler, weil von außen kommt kein Licht herein. Könnte ich auch mal... Ihr, gerade die Dark Vision haben, also in dem Fall vor allem auch Ashen, siehst, die Treppe ist kaputt. Mhm. Auffällig. Können wir Gray noch runterziehen? Ja, den ziehe ich dir sofort runter. Moment. Und du weißt genau, ihr müsst aufpassen, dass ihr da nicht runterfallt. Irgendjemand, irgendein Spell, irgendwas, was uns helfen könnte? Es kommt drauf an, wie weit ist das Loch? Was sehen wir denn? Weiter als ein Cubic Foot? Was? Ach so, wegen Prestidigitation, weil du so Objekte erzeugen kannst. Theoretisch. Ach so, Das ist schon ein recht großes Loch. Ich kann ein handgroßes Trinket erzeugen. Also, ich könnte dir ein rundes Plättchen aus Holz erzeugen. Und das könnte ich neben die Treppe legen. Und dann hast du 1 Millimeter Platz mehr. Also hier rechts sieht so ein bisschen schmaler aus. Also das Loch. Vielleicht können wir da drüber springen auf der rechten Seite, aber ich weiß auch nicht, wie stabil das ist. Sehr schön. Untersuch mal den Boden. Halt dich an meine Hand fest, ja? Ich bleibe okay. Etwas weiter oben stehen. Wir machen vielleicht eine Kette oder so. Ja. Und dann kannst du etwas... Gegen okay. Und gucken, ob es okay. Lockert. Ja, okay. Okay, das heißt, Ashton geht quasi vor und will Valens Hand nehmen, oder? Vielleicht machen wir es lieber andersrum, ich glaube, wobei, du hast keine Rüstung, oder? Jemandem ein Seil um die Mitte binden. Haben wir ein Seil? Ach, Seil. Ja, und ich greife in meinen Rucksack. Oh!
Naja, also in dem Fall könnte doch auch einfach Inrin vorfliegen und das Seil zusammen mit Cray halten und... ich glaube, das reicht noch nicht. Nee, die Idee ist gar nicht so gut. Wie weit ist das Loch denn? Viel zu schwach. Wie weit ist... Also du meinst wie... Ja. Das sind schon so... 2 Meter. Ach ja, kein Problem. Ich springe einfach zwei, rüber. 2-3 Meter. Moment, ich habe eine Idee. Zum Drüberspringen meinst du, ne? Nicht zum für die Tiefe, richtig? Naja, ich würde auch mal runtergucken. Ja. Also. Hast du Dark Vision? Ja. Oh, ja, okay. Du guckst also runter in das Loch. Bist dir nicht sicher, wie tief das geht? Das ist verdammt tief. Ganz schön tief runter zu gehen. Liegen hier lose Steine? Ja. Ja. Lose Steine liegen. Ich guck gerade nach losen Steinen und dann schmeißt Riese wahrscheinlich schon einen rein. Okay, der Stein fällt. Und irgendwann hört ihr so ein ganz, ganz leises Klunk. Jetzt wäre der Stein unten angekommen. Ich hole eine Fackel raus und zünd die an und würde die dann auch reinwerfen. Die Fackel reinwerfen? Ja, ich will sehen, wie sich das Loch unten ausbaut. Du wirfst die Fackel da rein und kannst direkt runter gucken. Also es sind, wenn du da runter schaust, siehst du genau wie, also es ist genau so ein breiter Gang wie in dem ihr steht, das siehst du. Und irgendwann während des Falls geht die Fackel einfach aus. Huh. Wie weit ist die Fackel weg? Wie meinst du das? Ja, wenn sie noch in Reichweite für meine Magie ist, würde ich versuchen, sie neu zu entflammen. Die ist... Du siehst sie auch nicht mehr und hörst dann nur noch so ein Ballonk. Fuck. Die ist einfach ausgegangen. Und während ihr das so alles macht, würde ich so die ganze Zeit so über das Loch fliegen. Das ist ungewöhnlich. Und würde mir das Loch währenddessen so anschauen. Wie war das nochmal mit dem Seil, Risa? Vielleicht finde ich hier drüben irgendwas, wo ich das festmachen kann. Das hilft vielleicht beim da drüber klettern. Die Frage ist, wollen wir über das Todesloch drüber klettern? Und wie sind wir überhaupt von der Reise mit Eliza hier hingekommen? in die Abgründe einer Kirche hinabzusteigen. Im Gasthaus haben sie die Kirche erwähnt. Und... Das ist... Wohl ein gutes Argument. Ash, und mein Bauchgefühl sagt mir, wir müssen hier runter. Dann würde ich sagen, Inrin, flieg einfach mal vor. Wie wär's, wenn wir zurückgehen in den Altarraum und den, ich glaube, er war aus Holz, den Altar nehmen und gucken, ob wir da irgendwie eine Planke oder sowas bauen können, um das da drüber zu schieben. Smart. Stimmt, wir können eine der Sitzbänke vielleicht auch einfach demolieren. Ach, das sind doch nur 2 Meter, ich bitte euch, da springe ich einfach rüber. Guck dir doch Liesel mal an. Denk doch auch an andere. Für Liesel sollten wir das wohl machen. Das ist so richtig. Das ist wie die Gruppe betreutes Abenteurer. Ich finde aber gut, dass alle anderen, die hier nicht fliegen können, bestimmt über die 2 Meter Lücke gekommen wären. Ich glaube, Liesel kann nur für weiter... Ich, ganz ehrlich, ich glaube, Liesel ist echt nicht schlecht am Springen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber das wissen wir ja nicht. Ja, aber egal. Also, wie ihr wollt, ich würde einfach drüber springen, aber wir können auch vorher was bauen. Wir sollten auch daran denken, dass wir vielleicht ganz schnell wieder hier wegrennen müssen und dann ist ein todesmutiger Sprung Treppen hoch vielleicht nicht so das, was wir brauchen. Oh, stimmt, wir müssen ja wieder hoch. Ach, Zukunftsprobleme. Habt ihr bis jetzt überlebt? Indem ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Also, ich würde meine Axt nehmen und tatsächlich mal runterlaufen und gucken, ob wir da irgendwas sagen können. Runter? Also du willst jetzt am Loch vorbei? Nee, hoch. Achso. Entschuldigung, falsch rum. Ich wollte wieder hoch, aber ich darf nicht. Ich bin gefangen.
Ich hab auch nicht wieder gucken. Ja. Im Keller. Liesel und Risa wollen wieder nach oben gehen. Und sie laufen. Die Treppe scheint kein Ende zu nehmen. Oh, fuck. Was machen die anderen? Warum brauchen die so lange? Kann ich so von der anderen Seite aus zurufen einander? Klar. Hallo! Was macht ihr denn da? Musst du jetzt runter zu uns? Achso, du bist da. Warte mal. Wir gucken jetzt hoch und sehen euch und. Ja. Bitte, ihr seht was? Quasi den Rücken und müsst euch umdrehen. Hä? Aber es geht doch da runter. Wie seid ihr denn jetzt da runtergekommen? Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Abenteurer nicht mehr zurückkommen. Lass mich mal was ausprobieren. Und ich würde jetzt einfach ganz schnell an den vorbeifliegen und die Treppe nach unten. Mhm. Und würde und würde hinter Waylon auftauchen und ihm auf die Schulter tippen. Okay, das könnte ein Problem darstellen. Ja. Das ist vielleicht kein Problem, sondern einfach nur eine neue Richtung, die wir gehen müssen. Ach, herrje. Ich zück erstmal eine Scheibe Käse oder ich hab ja letztens Käse geklaut. Ich nehme aus meinem Käseblock erstmal eine Scheibe Käse, so ein Bröckelchen und denke mir so, ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken. Klar. Ich würde mir das noch mal so ein bisschen insofern genauer angucken, dass ich irgendwie nach unten fliegen würde. So lange, bis es mir irgendwie zu komisch vorkommt. Wait, kann ich dir eine Fackel mitgeben einfach? Theoretisch? Ich würde dir eine Fackel hinhalten und die ist noch nicht angezündet. Da müsstest du vielleicht Waylon fragen, ob er sie dir anmacht. Aber. Inrin. Okay. Ja. Wenn du runterfliegst, pass auf da, wo die Fackel ausgegangen ist. Ich habe keinen Windzug oder so gespürt. Ich schau mal, ob ich deine Fackel wiederfinde und ich würde. Ja, die Fackel ist mir egal, du sollst auf dich aufpassen. Es kann ja sein, dass da irgendwas Magisches ist. Und die Treppe ist ja unscheinbar auch magisch. Nicht, dass dich irgendwas in der Luft ausmacht. Das wäre in der Tat ungünstig. Und ich würde ganz, ganz vorsichtig mit der Fackel so in den Händen nach unten fliegen. Mhm. In dem Loch. Möchtest du dabei irgendwas machen oder willst du einfach nur runterfliegen? Ich würde mir die Wände anschauen, ob man die zur Not auch runterklettern könnte oder ob da vielleicht irgendwie wie Gänge oder sowas abgehen oder ob das einfach bloß wirklich ein massives Loch nach unten ist oder ob ich irgendwas um mich rum sehe, während ich diesen Schacht darunter fliege. Gib mir einen Perception-Check. Das dürft ihr übrigens alle gerne mal machen. 15. Dürfte ich danach... Dürfte ich danach horchen, ob ich irgendetwas höre im Sinne von... Wassertropfen, Windzug, Atmung von irgendeinem Tier, von irgendeiner Person. Sowas in die Richtung. Klar, auf jeden Fall. 12. Ich würde Craig gern ein bisschen hinter Inrin hinterher schicken, da er auch in der Dunkelheit ein bisschen sehen kann. Ich weiß nicht, wie sehr das von der Fackel beeinflusst wird, aber dass er so eher im Loch dann versucht, sich mit ihm umzuschauen. Dann kannst du mir auch Perception geben. Für ihn, also auf Advantage wieder. Okay, brauchst keine Advantage, weil du mit 20 gewürfelt hast. Okay, also, was jetzt passiert. Inrin und Cray fliegen jetzt in dieses Loch hinein. Und trotz der Fackel scheint es keinen Boden zu geben. Es scheint kein Boden in sich zu sein, obwohl ihr definitiv einen gehört habt. Ihr fliegt immer tiefer und tiefer.
Und ihr seid so tief, dass ihr, wenn ihr nach oben guckt, das doch gar nicht mehr sehen könnt. Währenddessen gerade Lizelle und Cray. Euch fallen zwei Dinge auf. Zum einen seht ihr Gekritzel an den Wänden. Und zum anderen hört ihr immer wieder so ein ein Kichern, ein Schluchzen, ein Summen. Das sagen. Da ich keinen Boden finde, würde ich irgendwann meinen Flug nach unten abbrechen und wieder nach oben kommen. Und die anderen nur sehr verwirrt anschauen. Und? Also wir haben einen Boden gehört. Aber gesehen habe ich keinen. Ich habe nicht mal deine Fackel wiedergefunden und ich war jetzt echt weit unten. Scheiß auf die Fackel. Ich würde den anderen auf jeden Fall von den Geräuschen erzählen und sie auf das Gekritzel aufmerksam machen. Echt? Könnt ihr da was lesen? Ich habe meine Brille nicht auf. Was für Geräusche sind das? Ich will die gar nicht nachmachen. Willst du mal genauer hinhören? Wollt ihr nochmal? Ja, ja, ich würde mich auch drauf konzentrieren, wenn sie das sagt, klar. Ja, bitte. Ja. Dann gib mir auch noch mal einen auf Perception, bitte. Ja. 14. 18. Eine 6. Okay. Und? Ah. Okay. Alle bis auf Inran hören so eine Mischung aus Wimmern, Kichern und Summen. Der Wind seufzt leist heute Nacht. Gib auf die flüsternden Saiten acht. Kein Herzschlag mehr. Des Retters Ruf ist leer. Ich wiederhole das für alle. In dem Fall nur Inran. Der Wind seufzt leicht heute Nacht. Gib auf die flüsternden Saiten acht. Und irgendwas mit Ritters Herzschlag leer. Okay. Und wie hilft uns das hier rauszukommen? Es ist gruselig as shit und wir haben noch mehr Motivation abzuhauen. Willst du die Treppe hoch oder runter rennen? Ja, wir können ja beides ausprobieren und uns dann high-pfeifen. Fände ich ehrlich gesagt witzig. Ja, oder? Und ich renne in die eine Richtung. Ich warte extra, bis du losrennst, bevor du mich wieder verarschst und dann erst. Ich renne zu dir und dann gehe ich dir high-pfeife. Ach so, ich dachte, du gehst jetzt die andere und dann, dass wir uns... Ja, genau. Ah genau. Ja, okay, ja, perfekt. Und dann würde ich mich einmal nach links so ein bisschen lehnen und ich würde mich nach rechts ein bisschen lehnen und würde gucken, ob eine von den Wändern links oder rechts flüstern. Rechts. Du lehnst dich nach rechts. Hast nichts. Lehnst dich nach links. Und hörst wieder so ein... Okay, vielleicht sollten wir in der rechten Wand. Ich würde mir gerne nochmal das... Ja? Ich würde mir jetzt vielleicht auch nochmal die Wände angucken und das Gekritzel, was da drauf steht. Mich wahrscheinlich einfach so kurz davor stellen, damit ich es lesen kann. Ich würde dir gerne dabei helfen. Ja. Wollt ihr euch das alle anschauen? Mhm. Yep. Zeige ich euch jetzt
Das ist ein bisschen crappy, aber ich zeige euch kurz, was ihr seht. Das sind nämlich keine nichts Geschriebenes, wenn man so will. Sondern verschiedene Symbole, die sich auf Kniehöhe befinden. Die sind nicht höher. Kann ich also ihr müsst wirklich euch nach unten beugen, um die euch anzusehen. Kann ich die Symbole jeweils mit Prestidigitation als illusionäres Abbild vergrößern vor Liesels Augen? Klar. Klar, da ist genug Staub und Stein, gar kein Problem. Das erste ist das hier. Und das taucht einfach als so eine Art Wind, illusionäres Windbild vor dir auf. Und dann mache ich das mit allen. Ja, ihr seht effektiv gerade 8 Symbole auf verschiedenen Steinen zu euren Füßen gekritzelt. Es sind 8 Musikinstrumente. Ihr seht eine Triangel, eine Flöte, eine Harfe, eine Trommel, eine Trompete, Violine, dann so ein Tasteninstrument und noch eine Note. Ich würde noch mal hinhorchen, was der zweite Teil von der Stimme praktisch von dem Rätsel von sich gibt. Dadurch, dass ihr das so schön gehört habt, poste ich euch das einmal in den Chat, weil ihr habt das ja fast alle bis auf Indun verstanden. Und ich hab's mir fein über mich erklären lassen. Ich meine, das sieht jetzt nicht nach irgendwelchen kirchlichen Symbolen aus, aber Risa, sagt dir das irgendwas über die Religion der Kirche? Konntest du mehr herausfinden? Über die Religion der Kirche? Also, ja, weil du ja auch schon gerade von außen betrachtet erste Ideen hattest. Ich wusste nicht von außen, welche Gottheit das ist. Dass es die Göttin der Ordnung ist, wusste er, aber ich... überlege nochmal, ob mir irgendwas zu dieser Gottheit einfällt. Kann man diese Instrumente in eine Reihenfolge bringen? Ein Hektar mir das gerade Ruf. Will jemand probieren, sie anzufassen? Ja, klar. Und ich würde einfach so, während ich ist auf Kniehöhe für alle anderen. Das bedeutet, ich würde mich vor diese Symbole stellen und einfach nur so vor dieser Flöte auf die Flöte tippen. Also das könnte zur ersten Zeile passen. Und würde die Flöte einfach antippen. Okay, du tippst die Flöte an und tatsächlich gibt der Stein nach. Du kannst es quasi reindrücken. Inrin? Ja? Kannst du mir kurz helfen? Ist das hier, ich zeige auf die Violine oder Laute oder so, diese Fädchen, sind das Saiten? Ja? Ja, aber ich glaube, die flüsternden Saiten beziehen sich eher auf die Harfe, oder? Vermutlich. Naja, hier sind Sachen mit Saiten und Sachen ohne Saiten. Aber des Retters Ruf ist leer. Die Trommel ist leer. Aber ein Herzschlag, Paukenschlag, was könnte das sonst bedeuten? Vielleicht ein Tastenschlag? Stimmt. Aber ein Herzschlag ist eher ein Trommeln. Ja, finde ich auch. Aber ein Tastenanschlag hätte man ja auch. Ich drücke auf die Laute. Was passiert mit dem Stein, oder wenn Violine? Ich die Hand wieder wegnehme, nachdem der so... Nach der bleibt, kommt? Der bleibt. Ich gucke den Stein währenddessen nur kurz an. Ich bin so gewöhnlich stark geworden. Auf die Violine, richtig? Valen, meine ich, Entschuldigung. Er dann drückt auf die Violine. Du versuchst den Stein auch reinzudrücken. Genau wie Innen es zuvor getan hat. Der gibt auch nach, gar kein Problem. Und beide Steine kommen wieder nach vorne. Oh. Harfe. Harfe und Violine? Ein Stein kaputt gemacht.
Ich möchte bitte anmerken, dass wir wahrscheinlich 3 Versuche haben. Wieso? Weil du bei allem 3 Versuche hast. 3 Wünsche von dem Genie. Keine Ahnung, aller guten Dinge sind 3. Ich will nur sagen, dass wir nicht häufig verkacken sollten. Naja, Nummer 2. Also die Flöte schien ja richtig zu sein. Die blieb drin. Und ich würde die einfach nochmal drücken. Nein! Du drückst die Flöte rein. Und es passiert genau das Gleiche, was davor passiert ist. Der Stein gibt nach und bleibt so stehen. Ja, ich habe ja zeitgleich Laute und beziehungsweise Violine gedrückt. Warte, er hat das zeitgleich gedrückt? Ja, ich habe ja schon die Violine nochmal gedrückt. Ja. Okay, understood. Risa steht da so. Das ist ja passiert wie gerade. Die Steine kommen zurück und sind wieder in Ausgangsstellung. Könnt ihr bitte aufhören, einfach Dinge zu drücken? Ich will das mit den Seiten reindrücken. Ja, aber die Seiten sind der zweite Vers. Niemand fasst jetzt erstmal diese Steine wieder an. Ich glaube, wir haben nur noch einen Versuch. Und ich möchte nicht, dass auf einmal hier so ein großer, fetter Stein uns die Treppe runterrollt. Also ich habe ja mit vielem bei dir gerechnet, Risa. Aber nicht, dass du so abergläubisch bist. Ja, und ich renne auch gerne Treppen hoch und runter und lande beim selben fucking Loch. Das ist Magie. Lisa, ja, kannst du eine Ansage machen? Also das kann man begründen. Kannst du dann auch die Rätsel begründen? Oder wollt ihr einfach keine? Ich versuche es gerade und dann kommst du mit deiner erfundenen 3 daher. Ich sehe hier keine 3. Ach, du denkst also, man hat unendlich Versuche, diese Sachen hier zu drücken? Ich habe keine Ahnung, wie viele. Ich schlussfolgere nur nichts, ohne irgendwas zu wissen. Ich drehe mich zu Valen. Willst du ausrechnen, wie viele Versuche wir haben? Das könnte ich. Ich forme mir einfach mit ein bisschen Windmagie einen Abakus, oder wie das Ding heißt. Klar, sicher. Können wir einmal kurz uns darauf einigen, in was für eine Reihenfolge wir alles drücken, bevor wir jetzt anfangen, alles zu drücken? Okay. Einmal kurz nachdenken. Der Wind seufzt leise heute Nacht. Ich glaube, es ist die Flöte. Die ist drin geblieben. Ja. Gib auf die flüsternden Saiten acht. Wahrscheinlich die Harfe. Weil ja, die Laute hat ja nicht funktioniert. Kein Herzschlag mehr. Und des Retters Ruf ist leer. Die Trompete! Die Trommel! Und die, also ehrlich, und da ist ja nicht mal irgendwie so ein Stab dabei, mit dem man die Trommel irgendwie schlagen könnte. Also kein Schlag mehr auf der Trommel. Nein, wenn Ritter kommen, dann machen die immer so in diesen, diese ganzen Torwächter. Trompete. Flöte, Harfe, Trommel und des Retters Ruf ist leer. Die Trompete. Vielleicht. Trompete. Nein, aber Trompete. Doch, muss die Trompete sein. Die Trompete ist leer. Würde ich aber immer, wenn Ritter kommen. Wenn es um den Ruf geht, dann ist es ja einfach eine Stimme und dann wird es vielleicht zu den Noten passen. Ja, aber immer, wenn Ritter kommen, werden die mit Trompeten angekündigt. Retter. Es heißt Retter? Retter. Ich guck mal, ob der Wind irgendwas flüstert. Ich drehe mich um und tue so, als würde ich dem Wind lauschen. Der Wind flüstert auch mit Trompeten. Du hörst das. Nisa ist die ganze Zeit nur so von einer Person zur anderen gucken und möchte irgendwas mediaten, aber sie kriegt es nicht hin, weil sie immer nur, wenn sie was sagen möchte, direkt zur nächsten Person wieder gehen muss. Und sie ist nur so. Kann ich meine Reihenfolge jetzt, ich würde gern seufzen und einfach mit Prestidigitation dann einfach die Reihenfolge so aufmalen quasi, weil ich kann quasi so Objekte markieren, sich einfach darüber so für die anderen sichtbar das irgendwie markiere, wie ich es meine. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ja, und dazu wäre noch die Frage, theoretisch kann ich diesen Zauber 3-mal anwenden, könnte ich jetzt nur 3 Zahlen schreiben? In dem Sinne? Kannst du Presti noch mal kurz posten? Ja. Oh, wie meinst du es mit?
Ah, ja, naja, gut, es ist non-instantaneous. Ich denke, du wirst schon gleichzeitig die Reihenfolge aufzeigen. Weißt du, was ich meine? So in einer Reihe, also das passt schon. Außer wenn du sagst, okay, nee, ich möchte die wirklich nacheinander, dann verblasst das erste, wenn du das vierte Zeichen quasi zeigen möchtest. Dann ist Valen wieder verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich das, ich glaube hier, so, was hatten wir? Eins. Kann ich das hier auf dem Pop-up überhaupt zeichnen? Ich glaube nicht, oder? Nein, aber okay. Du kannst es auch einfach in den Chat schreiben, wenn du möchtest. Schauen wir mal. Ihr könnt euch in den 5 Sekunden weiter unterhalten. Du könntest theoretisch auch, wenn du die Map ein bisschen schänden möchtest, mit dem Drawing-Tool zeichnen. Ja. Also die Flöte zuerst. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Und das Einzige, was sonst noch Saiten hat, ist die Harfe. Also würde ich jetzt nächstes die Harfe nehmen. Dann okay. Die Trommel und dann die Trompete. Okay. Ich würde das in der Reihenfolge drücken. Okay. Du drückst zuerst die Flöte rein. Und es passiert das, was bei Inrin vorhin auch schon passiert ist. Der Stein gibt nach und bleibt in der Position stehen. Als nächstes wendest du dich dem Hafensymbol zu. Auch das drückst du rein. Und anders als zuvor bleibt auch der Stein diesmal stehen. Die beiden kommen nicht zurück. Okay. Ich würde die Trommel als nächstes drücken, aber dann würde ich noch kurz warten. Du knickst deine Hand ganz vorsichtig auf dieses Trommelsymbol, drückst es rein und es bleibt stehen. Ich poke Risa so ein bisschen anerkennt gegen den Oberarm. Das Retters Ruf ist leer und ich zeige jetzt mit einem Finger auf die Noten. Die Noten hier sind nicht ausgemalt, das heißt entweder es ist das oder des Retters Ruf ist leer, ist die Trompete, weil die Trompete leer ist. Die Noten. Ich würde auch die Noten sagen, weil Ruf ist nur ein Ton und keine Anspielung an irgendein Instrument, was wir hier haben, weil nach der Logik eine Triangel ist auch nur ein leeres Dreieck. Oh. Was bedeutet leere Note? Sie ist nicht ausgemalt. Ach. Und sie ist verbunden. Das heißt, eigentlich ist es ein... Also man setzt nicht ab, wenn man die Noten spielt. Klar. Und man hält den Ton ein bisschen länger. Also des Retters Ruf ist leer. Die Note ist das Einzige, was gerufen wird, außer der Ruf ist praktisch die Trompete. Aber ein Retter kommt doch meistens mit Fanfaren, Pauken, Trompeten. Das ist auch wahr. Aber dass du auch gerade noch mal erwähnt hast, dass die Noten nicht ausgefüllt sind, ich finde, da sind mehr Argumente für diese Option. Wollen wir eine Münze? Was? Eine Münze. Wir werfen eine Münze, ob es die Trompete oder die Note ist, bevor wir uns hier jetzt noch komplett den Kopf zerbrechen. Ich würde sagen, wir machen einmal kurz Handheben. Wer ist für die Note? Und Inrin hebt seine Hand. Macht euch mal bereit, dass wir tendenziell jetzt gleich fallen. Kein Problem. Und Inrin würde so 2 Zentimeter vom Boden abheben mit seinen Flügeln. Okay. Du stehst immer noch im Loch. Und ja, er schwebt ja. Cray imitiert Inrin. Okay. Und ich werde die Noten drücken. Risa, du legst also deine Hand auf diesen Stein
und drückst ganz vorsichtig die Note rein. Der Stein gibt nach, wie die anderen auch. Dann hört ihr ein Rumpeln. Es würde sich Stein bewegen. Und ihr seht, wie unter euch am Ende der Treppe sich eine Tür öffnet. Und ich würde mich nur zu dem Geräusch drehen. Das sieht nicht mehr so aus, als würden wir die ganze Zeit im Kreis laufen. Und sind die Steine drinnen geblieben? Ja. Jetzt haben wir aber noch ein Lochproblem, oder? Oh. Jetzt ist die Hälfte auf der Fahrt. Oh. Weil wir standen ja alle vor den Kritzeleien gerade und haben wild drauf rumgedrückt. Ja, also... Huch. Wir müssen eigentlich irgendwie auf... Moment. Kann ich die Kritzeleien noch wieder... Ja. Also die Kritzeleien waren ungefähr... in diesem Bereich hier an der Wand. Okay, da müssen wir ja eigentlich alle davor gestanden haben, oder? Alright. Das heißt, ich würde euch das gestatten, dass ihr über dem Loch, also ihr seid ja sowieso die ganze Zeit hin und her gerannt, Treppe hoch, Treppe runter, heißt, das würde ich euch, ja. Ja. Das ist sehr lieb. Und ihr... bewegt euch langsam Richtung Tür. Das Schluchzen und Summen. wird immer lauter und lauter. Und hier machen wir unseren Cut für heute. Awesome. No! Ein Rätsel für Dreijährige gelöst. Ein bisschen. Ich hab uns schon draufgehen sehen. Ach Quatsch. Oh Gott. Es muss da spannend bleiben. So schnell gehen wir nicht drauf. Werden wir Elisa, Elijah jemals retten? Vielleicht ist sie das ja da unten. Du meinst, vielleicht hat sie plötzlich angefangen zu singen und in Rätseln zu sprechen? Wer weiß, vielleicht ist sie erstmal die ganze Nacht dieses Treppenhaus runtergerannt, da würde ich irgendwann auch nur noch in Rätseln sprechen. Fair. Oh, yeah. Ich hoffe, das passt zeitlich für dich, Sus. Yes, alles gut. Okay, nice. Nice. Ich gehe mir gleich erstmal komplett meinen Kopf kratzen. Oh no! Du brauchst so diese, wie heißen diese Teile, diese... Diese Massagespinnen, ja. Ja, geil. Oh, da kriege ich immer Gänsehaut von denen. Aber ist doch gute Gänsehaut, oder? Ja. Ja? Ja. Ja. Okay. Hey, wir haben das Rätsel überlebt. Bis jetzt. Unser zweites Rätsel. Und wir haben auch das geschafft. Wir sind uns nur fast an die Gurgel gekommen. I kid you not, ich habe nicht gedacht, dass es so lustig wird, euch dabei zuzuhören. Rätsel sind aber super funny. So lustig. Wenn noch mal jemand versucht hätte, einfach so diese Steine zu drücken, hätte ich ihn auf die Fresse gehauen. No joke. Ich sag's mal so, alle guten Dinge sind drei. Da kommt sicher noch ein Rätsel. Oh ja. Wir brauchen mehr Bällchen. Ja. Dann sind die Sachen viel erträglicher. Ja, ja. Und ihr wisst ja schon, was nächste Woche wahrscheinlich dann kommt. Die Feuerschnecke. Feuerschnecke. Ey, wir haben die zauberhaften Muffins auch noch nicht ausprobiert. Stimmt. Ja, ja. So viel zum Ausprobieren. Mhm.
Okay. Dann bedanke ich mich für eure Zeit, ihr Lieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Danke an alle, die zugeschaut und mitgefiebert haben. Nächste Woche sehen wir uns, glaube ich, noch einmal. Yes. Ja. Gerne. Okay, weil ich glaube, weil im März ist dann ja erstmal Pause. Pause? Ist es das? Pause? Ja. Yes, im März ist Pause. Okay. Okay, dann sehen wir uns nämlich nächste Woche zur selben Zeit wieder. Ich freue mich tierisch drauf. Ja, und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Bis gleich. Gleichfalls, schönen Abend. Bye, bye. Dankeschön, tschüss.